Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ist noch nicht so weit? Hat er 1 oder 0 gesagt? Nee, dass wir jetzt live sind. Ach so. Naja, gut. Wie immer. Das ist so nach der langen Zeit, oder? Wir sind auch nicht öffentlich-rechtlich. Genau. Geht's jetzt los? Ah, jetzt darf ich. Also, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, oder wir freuen uns sehr, ja, ich freue mich auch, Sie hier nach sehr langer Zeit wieder begrüßen zu dürfen. Ich glaube, die letzte Sendung liegt war schon im Sommer. Naja, aber das war ja keine richtige Live-Sendung, sondern die letzte Sendung davor, das muss im April gewesen sein. Ne? Annaberg. Ja. April, Mai, irgendwie so. Ja, ja. Genau, also es ist sehr, sehr lange her. Wir haben oft mit uns gerungen, ob wir jetzt eine Sendung machen sollen, wollten das eigentlich ständig. Aber im letzten Jahr schwanken wir zwischen Hoffnung, dass sich das alles irgendwie mal bessert, dass man wieder mal mit den Leuten direkt ins Gespräch kommen kann. Und dann waren viele andere Dinge zu bewältigen. Aber wir sind nicht untätig gewesen, sondern haben viel Zeit darauf verwendet, zu überlegen, wen wir denn vorstellen können. Und haben da eine gewisse Auswahl getroffen und wollen heute den Anfang der neuen Staffel mit Ernst Wiechert machen. Die Frage, die sich ja zunächst stellt, warum Ernst Wiechert? Bevor wir jetzt zur Frage kommen, wer Ernst Wiechert war und was er so geschrieben hat, warum Ernst Wiechert? Ja, also wer sich ein wenig mit der Literatur der 20er, 30er, 40er Jahre beschäftigt, kommt an dem Namen Ernst Wiechert nicht vorbei. Vermutlich ist eines seiner Werke, das also sicher berühmteste seiner Werke, Das einfache Leben, sogar zu so einer Art Schlagwort geworden. Also einem Schlagwort, das immer dann verwendet wird, wenn es um die Frage geht, kann man die Zivilisation fliehen? Kann man die fortschreitende Entwicklung und Ausdifferenzierung der Technik, die Massengesellschaft und so weiter fliehen? Gibt es so etwas wie das einfache Leben im Komplizierten oder das wahre Leben, Leben im Falschen? Genau. Ja, genau. Und also an diesem Roman mal rumgefragt und auch von Lesern Mails bekommen, als wir dann entschieden hatten, dass wir uns für Wiechert dass wir Wiechert präsentieren werden, kam immer das einfache Leben. Habe ich gelesen und so weiter. Freue mich sehr auf eure Sendung, weil ich ansonsten diesen breit aufgestellten Schriftsteller nicht kenne. So. Du hast das jetzt im Vorfeld behauptet, ich hätte alles von ihm gelesen. Das muss ich zurückweisen. Er hat wirklich sehr viel geschrieben. Mhm. Allerdings, wir haben mal durchgezählt, 13 Romane, dann Autobiografie, etliche Erzählungen, ein Sack voll Erzählungen, Novellen Dinge, ja. Märchen, was hat er noch geschrieben? Ein Theaterstück gab es auch noch, ein paar Gedichtinterpretationen, dann 2-3 Tagebücher, insbesondere aus der Zeit im Konzentrationslager. So, also ein ziemlich breites Werk, was sich insbesondere dann bei den Erzählungen sehr verästelt. Ja. Also da müssen wir vielleicht nicht jeder jetzt hier besprechen. Auf keinen Fall. Also das ist auch so, vielleicht wäre präzise gesagt, du hast mehr von ihm gelesen als ich. Ja. Und also hast ihn breiter angefasst sozusagen, während, während ich mich doch nochmal stark auf die Meilensteine seines Werks konzentriert habe. Bin jetzt wieder sozusagen die Nebenstrecken gelaufen. Denkst du? Du hast herangefiltert, was neben dem einfachen Leben anderen Dingen lesenswert. So, aber lass uns mal ganz kurz noch, warum mir Ernst Wiechert am Herzen liegt, trotz gewisser Vorbehalte, die vielleicht im Laufe der Sendung noch eine Rolle spielen werden. Er war Ostpreuße. Und wie du weißt, ein Teil meiner Vorfahren kommen daher. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass wir uns mal der alten Heimat, der kalten Heimat zuwenden. Es ist auch wieder eine starke, also die Ostorientierung unserer Autorenauswahl, die wird dadurch jetzt zementiert. Noch nicht betoniert, stimmt, aber zementiert. Stimmt. Wir haben schon das Saarland relativ selten gewürdigt. Ja, Saarland ist kaum dran. Ja, ja. Aber so, deswegen habe ich hier den Bärenfang, der sich hier Bärenjäger nennt. Mhm. Ganz kurz, es ist ein bisschen schwierig mit, ich nehme an, also die Ostpreußen sind auch Norddeutsche, die haben wahrscheinlich einfach Korn oder Kümmel getrunken. Es gibt nichts Vernünftiges, also nur der Bärenfang, das ist so eine klassische Ostpreußen-Spezialität mit Honig, also für dich als Leckermaul sicher genau das Richtige. Genau. Ich bin da nicht so ein Riesenfan von, aber... Mhm. Boah. Ja, du kippst es auch runter wie Korn. Ja, man muss daran schlotzen. Also, als ob du so ein Honigbrot essen würdest. Genau. Also, gut. So, jetzt also das ist Ostpreußen, ja, wir sind ernst. Wichtig ist der Mann aus zwei anderen Gründen auch noch für uns. Ja. Das eine ist auf jeden Fall seine, jetzt, wie kann man das sagen, schon bündisch
reformpädagogische Färbung. Also man merkt es vor allem auch in seinen Autobiografien, dass er beispielsweise immer etwas gegen den Obrigkeitsstaat oder gegen diese fast schon Kasernierung der Schüler und genau. diese Festlegung der Erziehung und so weiter hatte. Er hat experimentiert. Er war jemand, der eben sagte, dass die Natur uns erzieht. Und das sind schon alles Dinge, die jetzt in meine Richtung gehen, wenn ich sage, ich war eben auch als Wandervogel unterwegs früher und da hat mich sehr, sehr vieles, auch dieser überschießende Idealismus, fast die Romantisierung, der Idealismus beim Blick auf die Natur sehr angesprochen. Das ist das eine. Das zweite, wir streifen wieder und nicht nur streifen, sondern im Grunde im Zentrum der sogenannten inneren Emigration. Genau. Das ist ja die Schriftstellergruppe, die im Dritten Reich wohnen blieb, sozusagen, nicht exilierte, nicht auswanderte, nicht auswandern musste, aber auch nicht freiwillig ging, sondern eben im Reich blieb, aber sich nicht mit der offiziellen Kulturpolitik gemein gemacht hat. Und das ist ein schmaler Grat. Genau, und erstaunlicherweise sind dort unter anderem Das einfache Leben, also ein Bestseller, der hat, glaube ich, in der Zeit 350.000 Stück oder 500.000 Stück davon verkauft. Also waren sozusagen diese stillen Bestseller, die wurden ja nicht besprochen, aber ständig gekauft und durften auch gedruckt werden. Also es gab da so einen Graubereich, genau. der die innere Immigration durchaus wirken konnte. Also darauf kommen wir dann. Genau. Dann gehen wir mal richtig in die Sache. Ja. Er ist also geboren Mai 1887 in einem Ort, der lustigerweise Kleinort heißt. Genau, Kleinort liegt in Ostpreußen, ist eine Försterei gewesen. Sein Vater war dort Förster. Und der Ort liegt unweit des Spierdingsees, also des größten Sees des Deutschen Reiches, in Masuren. Und er schildert ja diese Kindheit in den Wäldern und Menschen. Wie heißt das, der erste Band? Also die Autobiografie haben wir hier, ja. Das ist Wälder und Menschen. Genau, ja. Das ist ja der erste Teil seiner Autobiografie. Das ist 1936 erschienen, erstmals. Wir müssen das hier ein bisschen anders hinstellen, sonst kann ja keiner sehen. Und das, warum wir gleich darauf kommen, zum einen legt er da eben Zeugnis ab von seiner Kindheit. Und es gibt zu Wichert auch zu dieser Zeit natürlich kaum andere Quellen. Also ich meine, wer soll über seine Jugend berichten, wenn er nicht selbst? Und dort sind diese ganzen Dinge schon angelegt. Also die Liebe zur Natur, er wächst ja direkt auf. Der Vater ist so ein vergrübelter Mensch, der auch nicht so ganz mit sich im Reinen ist, aber eben wenn er in der Natur ist. Und seine Mutter passt da eigentlich nicht so rein, versucht immer mal wieder auszubrechen. Er hat noch einen Bruder, mit der aufwächst, der aber ein bisschen nicht so intelligent ist wie er. Er wird ja dann gefördert und kann dann im Gymnasium besuchen. In Königsberg, genau. Ist er dann im Gymnasium, studiert dann auch in Königsberg, ja. Und, und zwar Lehramt. Genau, er wird Lehrer. Allerdings irgendwie in diese Zeit fällt ja noch, ich glaube kurz nachdem er seine Ausbildung beendet hat, nimmt sich seine Mutter das Leben. Ja, das war 1912. Genau, also der... Und das ist also ein Motiv, kann man fast sagen, was in seinem Leben durchzieht. So dieses, das kehrt immer wieder, da kommen wir später nochmal drauf. Also diese eine gewisse Tragik, dieses sich nicht eingliedern können und irgendwie Konsequenzen ziehen. Also der Tod, der Selbstmord der Mutter spielt da eine große Rolle. Und also das schildert er ja auch in dem Buch recht ergreifend. Also im Grunde in dieser Autobiografie, die ja und überhaupt dann auch in den Romanen oder Novellen, die diese frühe ostpreußische Prägung beschreiben, ist er dann später umgezogen, also nicht in Ostpreußen geblieben. Da wird schon ein Menschenschlag und eben ein Land, eine besondere Landschaft sehr plastisch. Und der Menschenschlag, und das ist vielleicht das Erste, was man dann jetzt über als Grundton über Wichert's Werk auch sagen kann, das sind immer langsame Menschen, gründliche Menschen, schwere Menschen, melancholische Menschen, Menschen, die nicht geschmeidig sind, sich nicht in der Zivilisation sozusagen zurechtfinden, auch nicht mit eloquent spielen können, mit anderen Leuten sofort umgehen, Geschäfte machen können und so weiter. Und bei ihm ist es, obwohl das alles so seltsam schwer und auch immer so am Rande des Aufgebens zum Teil geschildert ist, trotzdem das bessere Leben. Ja, das ist eine ganz seltsame Uneindeutigkeit.
Das Motiv zieht sich durch, aber man, also es geht ja dann vor allen Dingen immer darum, die moderne Welt zu überwinden, indem man zurückgeht in den Wald. Ja, das ist, also er geht ja raus aus dem Wald in die moderne Welt und er schildert es ja auch, dass er im Grunde eigentlich nicht so richtig damit klarkommt. Also er hadert mit dem Lehrerberuf, er hadert ja auch teilweise mit der Uni, mit den Leuten, die er da trifft und ist immer wieder so ganz glücklich, wenn er dann die Schonung betreten kann, die sein Vater vor 10 Jahren gepflanzt hat oder so. Das ist ja ein Motiv, was ich im Grunde in jedem Buch findest, neben den schon angedeuteten, ja, irgendwie schweren, leidvollen, ja, so Gestalten, die im Grunde immer etwas, was immer einen Rucksack mit sich tragen. Also nie frei sind, nie frei auftreten, nie nichts Faustisches haben im Grunde. Also das ist so das Gegenteil. Das ist vielleicht so eher, weiß nicht, wie nennt man so, was ist das Gegenteil von Faust? Weiß ich jetzt gar nicht. Das Chtonische, das Schwere, Erdige. Ja. Und das ist ja, um mal vorzugreifen, vermutlich einer der Gründe, warum Wiechert dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg, also ab Mitte der 50er, Ende der 50er, nicht mehr gelesen wurde. Das ist also nicht nur politische Anfeindung, die er dann eben so als Bodenschriftsteller, der nicht mehr in die Moderne passte und so weiter, zu erleiden hatte, sondern er war ja dann auch schon tot, also sein Werk zu erleiden hatte, sondern dem ganzen Sujet, das er da aufmacht, im Grunde die Erfahrung gefehlt hat. Also die Leute haben einfach in so einer Welt nicht mehr gelebt, Punkt aus. Ja? Das war nicht mehr greifbar. So. Lass uns mal, 1912 stirbt also seine Mutter, die bringt sich um und gleichzeitig im selben Jahr heiratet er aber auch seine erste Frau, Meta. Wir können ja diese Ehe kurz so abhandeln, dass sie 1917 ein Kind bekommen, das genau einen Tag gelebt hat. Also das einzige Kind, das Wiechert auch in seinem Leben bekommen hat. Ernst Edgar Wiechert stirbt also nach einem Tag bereits wieder. Und auch seine Frau, die Meta, bringt sich um. Genau. Das war 1929. Genau, hat das auch mehrfach angekündigt, auch vorher schon versucht. Und das meine ich damit, dass das irgendwie so eine Schwere sich in seinem Leben ist. Da ist irgendwie nichts, was aufblüht oder so. Ne? Da scheint das immer mit sich zu tragen. Und auch wenn du daran denkst, wie er im Grunde seine ersten Jahre als Lehrer schildert, wie lange es dauert, bis er sich da freischwimmt, bis er also so unterrichten kann, wie ihm das vorschwebt, was du ja schon erwähnt hast. Das dauert ja unglaublich lange. Und die Schilderung der Vorgesetzten bei den Lehrern und der Kollegen, die sind ja auch ziemlich extrem. Also das kehrt ja immer in den Büchern auch immer wieder. Also ein Motiv neben den Wäldern und den beladenen Menschen ist ja auch, dass er im Grunde jedes Mal die kleinen Beamten und die Lehrer, das sind eigentlich die Schlimmsten. Ja, also er lässt im Grunde am humanistischen Gymnasium in Königsberg kaum ein gutes Haar, wenn man sich das überlegt. Ganz wenige Lehrer, die da so erziehen, wie er sich das vorstellt. Und ansonsten ist das eine hierarchisch durchgeformte Welt, in der es also viel stärker dann auf Beziehungen beziehungsweise eben auf den richtigen Bückling im richtigen Moment und so weiter ankommt und gar nicht so sehr auf das, was er sich unter freier Erziehung und jugendgerechter Erziehung und so weiter vorstellt. Um vielleicht den einen Punkt zu Ende zu machen, da müssen wir es nicht mal erwähnen, Wiechert und die Frauen, nachdem seine Frau tot ist oder schon währenddessen, hat er dann eine Frau kennengelernt, in der in Schwärmerei ausbricht in ihm. Und diese Frau ist halt leider verheiratet. Und als er dann später nach Berlin umzieht, 1930, zieht sie dann mit und dann leben sie in wilder Ehe und irgendwann wird dann geheiratet. 32 wird geheiratet und sie hat ihn dann auch weit überlebt, obwohl es da auch wieder zu einer Entfremdung kam. Genau. Aber das ist alles nicht so schwierig. In Jahre und Zeiten sind es, glaube ich, 20 Seiten, auf denen er versucht zu erklären, wie jemandem wie ihm das passieren kann, dass er für jemanden schwärmt, für den er eigentlich gar nicht schwärmen dürfte. Ja? Genau. Und das wird auch ein Motiv, was wiederkehrt. Genau, und das wird auch so ausgewalzt ins Allgemeine. Also wer kennt nicht und ist es nicht und so weiter. Ja? Also tut er sich schwer mit. Ja? Und das ist ja auch in den Romanen dann zum Teil so. Dieses Grüblerische, ja. Wo man halt merkt, dass der... Das ist erstaunlich,
dass er dennoch so viele Bücher geschrieben hat. Ja. Weil normalerweise, das Grüblerische verhindert ja eigentlich, dass du mit Dingen fertig wirst. Eigentlich kommt da einem manchmal vor wie eine einzige Schreibhemmung. Ja, ja. Aber es floss ihm dann doch aus der Feder. Ja. Genau. Also lass uns mal, kommen wir mal auf den Ersten Weltkrieg noch zu sprechen. Genau, also er wird eingezogen, wird dann dadurch, dass er ja Oberlehrer, also nicht Oberlehrer, sondern Studienrat ist, wird da dann in Offizierlehrgang gesteckt, wird Offizier, ist sowohl an der Ost- als auch an der Westfront. Ja, auch tapfer. Tapfer, ist Leiter, EK1, EK2 geht dann als Leutnant, glaube ich, kommt er dann wieder. Genau. Hat während des Krieges seinen Erstling unter Pseudonym veröffentlicht. Mhm. Ähnliche Motive, ich muss gestehen, ich habe ihn nicht gelesen, so, du glaube ich auch nicht. Mhm. Vergessen wir jetzt mal. Die ersten Bücher erscheinen dann aber nach dem Ersten Weltkrieg und verarbeiten im Grunde das Weltkriegserlebnis. Allerdings geht es da weniger um den Krieg, als eben darum, wie der Heimkehrer die Welt erlebt. Ja. Das ist sowohl beim Totenwolf als auch beim Der Wald der Fall. Womit wollen wir beginnen? Wir fangen mal mit dem Totenwolf an. Ja. Das ist, glaube ich, von den frühen Werken das bekannteste. Ja. Haben wir beide, glaube ich, dieselbe schöne Ausgabe. Ja. Es gibt noch eine, die noch schöner ist. So ganz lang. Aha. Ja. Die, wo da gibt es noch nicht eine. Also, ich finde die, von der Typologie her. Ich mag ja sowieso diese hoch aufgeschossenen sogenannten Ober- und Unterlängen bei Buchstaben. Und, ja, ist so. Und dort passt es unglaublich gut dazu. Der Totenwolf ist also ein Junge, dessen Werdegang erzählt wird, der also wirklich zuerst in einem herrschaftlichen Haus und als es dann dort schief geht mit seinen Eltern, mit seiner Mutter, in ein Haus am Moor zieht und dort aufwächst. Und ich habe mal überlegt, so ein bisschen wie Parsifal. Ne? Mhm. Also die Mutter hält ihn jetzt nicht mit letzter Kraft zurück von anderen Menschen und vor allem vom Kriegshandwerk und so, will nicht, dass der junge Parsifalier ein Schwert blinken sieht im Wald, was er natürlich dann sowieso blinken sieht, sondern dort ist es jetzt weniger gewollt, aber er wächst im Grunde abgeschieden auf. Ganz wenige Bezugspersonen, viel draußen. Der Erzieher ist ein Jäger, Förster, der ihm also das harte Sein oder Nichtsein im Wald beibringt und so weiter. Frühe Begegnung dann als Schüler in einem verrufenen, im Grunde von Verbrechern bewohnten Dorf mit einem alkoholisierten Lehrer, der gemeinsame Sache macht mit diesen Verbrechern. Und er geht da durch wie so eine stählerne Fackel. Also die wird nicht ausgepustet und er wird auch nicht irgendwie gekrümmt oder gebrochen oder so, sondern er übersteht diese Jahre ganz einfach. Ja? Ja. Und ist auf eine Art und Weise jemand, der sich nimmt, wonach ihm der Sinn steht und was er für natürlich hält in dem Moment. Also er ist ein Berserker. Das ist einen erschreckt, wenn man es liest. Genau, also er ist ein Berserker, der im Grunde sowas wie so eine der Raub der Helena mäßig. So, das nehme ich jetzt mit, das gehört mir. Ja, also das, Nietzsche-mäßig. Oder so, so ein Herrmenschen. So eine Übermenschenfigur irgendwie, aber ohne Verbildung. Also er ist natürlich nicht gebildet oder so, sondern das kommt alles aus ihm heraus. Das ist so urwüchsig. Was Urwüchsiges. Genau. So, und er zieht dann in den Krieg. Ja. Genau. Und ja, an der Stelle habe ich die Lektüre jetzt die zweite Lektüre abgebrochen. Ja, also ich habe das vor vier... Du hast es früher abgebrochen. Nee, ich habe das früher einmal komplett gelesen, weil es ja auch so ein gewisser Mythos ist, dieses Buch. Ja? Hm. Warum ist es ein Mythos? Ich glaube vor allen Dingen deswegen, weil es dem Hauptwerk und dem Gesamtwerk Wicherts im Grunde widerspricht. Ja, also der später ja sehr auf dieses grüblerische, ich-bezogene Schwere... Hier also sozusagen eine Gegengestalt, die wütet, die sich nimmt, was er haben will. Und irgendwie hat er, du kannst dich erinnern, früher, dieses Buch war selten. Ne? Das ist ja, ich glaube, es ist vier Auflagen erschienen. Irgendwann hat Wichert dann verfügt, dass es nur noch im Rahmen einer Gesamtausgabe erscheinen darf, weil es ihm irgendwie auch peinlich war. Oder weil es eben nicht mehr zu einer Welt kommt. Hat er das gesagt, dass seine ersten 3-4 Werke einfach nicht mehr nachgedruckt werden dürfen. So. Und deswegen waren wir damals ganz scharf darauf und wollten es mal nachdrucken. Und damals, als er noch nicht rechtefrei war, hat das richtig Geld gekostet. Davon haben wir Abstand genommen. Ich glaube, 3.000 Euro wollten die damals haben. Genau. Und
es ist so, wenn man es wieder liest, tja, also wir haben uns nicht aus finanziellen, sondern aus tatsächlich inhaltlichen Gründen damals dagegen entschieden, es zu verlegen, weil es wirklich so wird, man lässt sich den Anfang irgendwie gefallen und so weiter. Mhm. Und als er dann, als dieser Berserker mit zwei Gefährten aus seinem Dorf, also dem alten Jäger natürlich und einem weiteren Kameraden in den Krieg zieht, dann sind die auf eine dermaßen klischeehafte, ungebändigte Art und Weise die kleine Kampfgruppe, die den dreckigsten Auftrag erfüllt, jeden niedermäht, die Posten noch hält, wenn sie keiner hält, und immer bekommen sie Lob für ihre Disziplinlosigkeit, also weil der Befehl wiederum missachtet wurde und so weiter. Und das ging mir bei der zweiten Lektüre, diese holzschnittartige Herausarbeitung dieser Figur so auf die Nerven, dass klar war, wir werden es auf keinen Fall verlegen. Mhm. Wir hatten das ja für unsere Gibt's ja mittlerweile Reihe Mäander geplant, werden es auf keinen Fall verlegen. Das ist einfach von der Qualität. Es ist aber, man muss es sagen, das ist schon ein exemplarisches Buch. Das hat in diese Zeit, 1924 erschienen, gepasst. Ja. Ja, das hat auch seinen Sitz und hat auch seinen Ruf. Also das die Schilderung dieses Menschen ist ja im Grunde auch etwas gegen die Lethargie oder gegen diese Nachinflation, nach der Inflation Lethargie, die da herrschte. Also es soll ja im Grunde auch zum Ausdruck bringen, dass diese urwüchsigen Kräfte irgendwie doch noch im Volke schlummern. Ja, sonst, so habe ich das jedenfalls damals irgendwie verstanden. Das hat ja schon irgendwie einen Sinn. Ja, der Lindenbaum Verlag hat es jetzt rausgebracht, unmittelbar nachdem die Rechte frei wurden, 70 Jahre nach Tod ist das ja, und das war 2020. Er hat drei Werke bisher rausgebracht aus dieser Frühphase. Zum einen natürlich den Totenwolf, zum zweiten den Wald. Genau, da kommen wir jetzt zu. Und dann die blauen Schwingen, ja. Und jetzt sagst du mal was zum Wald. Ja. Der Wald, das habe ich erst vor kurzem gelesen, kannte ich gar nicht. Und ist eben auch noch in dieser Phase, wo was Berserkerhaftes ist. Also auch ein Kriegsheimkehrer kommt nach Hause, der im Wald aufgewachsen ist. Und der ist in einem Wald aufgewachsen, der im Grunde so eine Art umhegtes Gebiet war. Niemand durfte den betreten. Ich glaube, sein Onkel war der Förster und hat ihn großgezogen. Und jeder, der da reinkam und Pilze sammelte und wurde quasi verjagt. Ein Bannwald. So. Ja. Genau so. Und kommt dann heim. Und ist natürlich geschlagen, der Kommunist herrscht auf dem Bauernhof, der alte Bauer, bei dem die Welt noch in Ordnung ist, sieht, dass seine Welt langsam verschwindet und die Hauptperson, die dann in den Wald kommt, da kommen dann schon zum ersten Mal diese ätherischen Frauengestalten, die also leidvoller Blick, nie was sagen und immer schweigsam dulden und trotzdem eine wichtige Rolle spielen. Ja, und Er tritt also dieses Erbe an, will sich um den Wald kümmern, will den Wald also hegen wie die Vorfahren. Da geht es immer viel davon, dass man eben genau in der Bahn bleibt, die einem die Vorfahren vorgegeben haben. Und ja, um es kurz zu machen, die neue Zeit, die Sozialdemokratie, die irgendwie in der Nachbarstadt herrscht, die legt Wert darauf, dass der Wald als Ausflugsziel für die Jugend und als Anschauungsmaterial, dass die zugänglich gemacht wird. Es gibt den Plan, Straßen da durchzuziehen, damit also dieser Schutzraum zerstört wird. Und das Moment, was er dann später nicht mehr so geschrieben hätte, ist dann eben die Reaktion des Helden, der dann eben alle Tiere erschießt und den Wald abbrennt. So, ganz schlicht. Und auch hier klingt eben schon das an, die heile Welt ist in der Natur, die andere Welt ist die schlechte Welt. Und die richtige Welt, die stirbt im Grunde. Ja, und? Kann man kaum bewahren. Es gibt auch so, die Liebesszenen oder diese sich andeutende Liebe ist vor allen Dingen eben auch unerfüllt. Ja, die eine geht dann, heiratet wen anders, da könnte was draus kommen. Und die andere, die stirbt dann halt da und bleibt nicht viel übrig, sozusagen. Also das ist ja auch, Wichert ist ja ein irgendwie dafür geboren, dass er literarische Gratwanderungen geht. Und zwar jetzt nicht nur vom Buch an sich oder vom Thema oder so, sondern eben auch immer in der Schilderung von Vorgängen. Mhm. Ich kenne kaum einen Schriftsteller, der so wortreich übers Schweigen
schreibt wie Wiechert. Also dort muss alles immer geahnt werden. Bei Wiechert muss im Grunde gefühlsmäßig klar sein, was der andere sagen will. Und in dem Moment muss er es nicht mehr sagen, sondern sitzt am Feuer stundenlang. Also das ist so eine, das sind so Bilder, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich saß auch am Feuer, du saßt auch am Feuer, ja. Als Wandervogel, als Soldat sitzt man am Feuer und so weiter. Aber wir saßen da natürlich nicht stundenlang und haben nichts geredet. Ja? Wir haben auch nicht die Hände gerungen und nichts gesagt und der andere wusste, was wir meinen oder so. Ja. Das ist so eine ganz seltsame Sache, also weil das Schweigen ja auch immer das Bedeutungsschwangere ist. Und das ist bei ihm ja das große Problem, dass er sehr vieles auflädt mit Bedeutung, was man auch ganz lapidar sagen könnte. Und wenn man moderner wäre, würde man das auch lapidar sagen. Das ist eine ganz seltsame. Ich will ihn auch nicht, also ist ja ein Problem, wenn man jetzt einen Schriftsteller präsentiert, an dem man doch verkrübelt, ja, weil man vieles auszusetzen hat, aber trotzdem irgendwie die Bedeutung weiß, die er hatte. Also der hat ja Auflagenzahlen gehabt, die hätte er nicht gehabt, wenn er. Das ist ja nicht das einzige Kriterium. Und er hat eben nicht über Sex geschrieben, hätte er vielleicht die Auflagenzahlen auch gehabt. Keine Ahnung, ja, hat er nicht gemacht. Naja, eigentlich sind das alles Werke, die nicht dafür sprechen, dass sie eine große Verbreitung finden. Ja, weil es passiert relativ wenig und du, wie du es schon sagst, also trifft er irgendwas. Es wird ein Seelenton oder sowas. Es wird wenig geredet und das ist vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob man das als Stimmungsliteratur bezeichnen kann, es schwingt immer eine Stimmung mit. Also auch bei dem Wald ist es ja so, jedes Kapitel wird durch eine durch eine Naturschilderung eingeleitet, damit der Leser schon weiß, aha, jetzt ist klar, was hier passieren wird. Ja? Und wieso, als ob das dadurch vorherbestimmt ist, passiert es dann auch so. Und die Gestalten, die bei ihm vorkommen, die reden ja alle wenig. Also ich müsste jetzt mal überlegen, wer redet da wahnsinnig viel. Das ist ja, später wird es ja noch fast eine karikaturhaft, wie die Rede dann immer so verkürzt wird. Wenn wir uns dann später ans einfache Leben überlegen, der General, das ist ja wie eine Karikatur, der spricht immer nur so staccato, wie so ja, so waren die halt, so quasi Befehlston ohne Adjektiv und alles. Ne? Also das kommen wir nachher später drauf. Gedient, exerziert, kann bleiben. Ja. Muss er, merkt er sich, ne? So ein bisschen so der große Mäßig. Ja, so, genau. Also das hat aber auf jeden Fall einen Ton getroffen, einen Seelenton getroffen, der dort also massenhaft verbreitet gewesen sein muss, sonst hätten, wie gesagt, diese Werke nicht diese Verbreitung gefunden. Ja, die frühen Sachen sind ja noch nicht die großen Bestseller. Die haben sich so im Laufe der Zeit, keine Ahnung, 20.000 Mal verkauft oder so. Mehr war das ja nicht. Das fängt ja ein bisschen später an. Also die blauen Schwingen, wenn wir jetzt das letzte von diesen frühen vielleicht ganz kurz erwähnen wollen. Da haben wir jetzt auch mal die Neuausgabe. Das ist die Neuausgabe durch vom Lindenbaum Verlag. Ja. Lindenbaum Verlag. So, wenn es stehen bleibt, schauen wir mal. Das ist jetzt ein anderes Buch und ahnt schon so ein bisschen den späteren Wichert. Geht es im Grunde um einen Jungen, der groß wird, der besonders gut Geige spielen kann, der ihm im Grunde eigentlich das Glück hold ist. Kommt dann zu einer Adelsfamilie in die Erziehung, wird dann aufgenommen wie ein eigener Sohn. Naja, und dann fangen die Verwicklungen an, so typisch Wichert-mäßig. Die eine Liebe ist unrein und die reine Liebe, die geht nicht. Und er bleibt im Grunde auf der Suche nach eben diesen blauen Schwingen, also nach dem, was man nie erreichen wird, nach wie so einer Art, so einer Idee. Der blaue Blume des Wandervogels, das sind halt hier die blauen Schwingen. Richtig. Ja, und nicht die Kornblume. Und also dort ist schon dieses Schwere, alles ist immer total, also man kann keine Entscheidung treffen, man weicht der Entscheidung aus, der Erfolg in der Welt bedeutet nichts. Und alle anderen finden sozusagen in ein einfaches Leben. Seine Ex-Freundin, die hat dann halt einen Mann und kriegt Kinder. Und im Grunde ein einfaches Leben, aber gut. Und er muss dann halt weiterziehen, na, auf der Suche nach der blauen Blume, wie du es richtig sagst. Ja, und das ist das Grundmotiv in so vielen Werken von Wichert, dass er das Erreichbare dem Ideal opfert. Also wenn es nicht ideal ist, dann soll es auch nicht erreicht werden. Dann ist nichts wert. Ja? Und dann ist es eben überhaupt das Opfer ist ja ein ganz weiteres wichtiges Motiv in den Werken von Wichert. Und das ist das ist dann eben schon nicht mehr aus meiner Sicht so wirklich erlebter Roman, sondern da ist tatsächlich so ein Ideal und der Gedanke ans Ideal der vorherrschende Ton.
Ja? Das ist eine ganz seltsame Sache, dass es da also Leute gibt, die dann einmal die Angebetete am falschen Ort sehen oder einmal ein falsches Wort von ihr hören und dann wird 4 Jahre darüber gegrübelt. Ja? Und das wird nicht das Gespräch gesucht oder da wird nicht zugepackt oder so, sondern das ist, dann ist es durch irgendwie und dann vergehen die Jahre und dann verblühen die Blumen. Das ist eine ganz so seltsame Atmosphäre. Mhm. Ja. Ja, jetzt kommt aber dann hoffentlich der erste größere Erfolg. Ja. Naja, das, ich glaube, die wissen die blauen Schwingen, ob die erfolgreich waren, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Kommt er dann. Ne? Genau, jetzt kommt er ins Schreiben. Er arbeitet ja dann ab 1930 in Berlin am Gymnasium, vorher in Königsberg. Er geht eben wegen dieser Frau dorthin. Ja. Also seine Frau hat sich umgebracht 1929. Er geht dann nach Berlin, arbeitet dort wieder am Gymnasium, heiratet und hört dann aber auch auf, im Schuldienst zu arbeiten. 1933 nimmt er seinen Abschied, geht in Pension, allerdings nicht wegen politischer Umstände, sondern, soweit ich weiß, weil er sich gesundheitlich hat krankschreiben lassen. Weil er auch gemerkt hat, dass er so als freier Schriftsteller sein Auskommen finden kann. Genau, so. Mhm. Er hat den Lehrerberuf dann offensichtlich nicht geliebt. Wir kommen mal jetzt zum das wichtige Buch, was jetzt so 1929, glaube ich, erschienen ist, was auch mit Preisen, glaube ich, zum ersten Mal dann bedacht wurde, war ja Die kleine Passion. Ja. Ich glaube, das hast du da irgendwo in der Ausgabe. Ja, ja, da? Guck mal, ich schau mal nach. Da ist er. Also wir müssen vielleicht nicht so ausführlich machen. Das ist, ich würde sagen, eins der typischsten Wichert-Bücher, die so aus der Frühphase sind. Mhm. Mhm. Die klassische Konstellation. Dort, Witwe und Sohn. Ja, ja, zunächst mal Land und Stadt. Auf dem Land lebt der Großvater. Die letzte Tochter, die muss verheiratet werden. Und dann kommt ein, man weiß schon in der Schilderung, ein kleiner Beamter, der um ihre Hand anhält. Und weil sie halt schon etwas älter ist, muss sie ihn dann heiraten. Und die ziehen dann in so eine Art Vorstadt, so eine Reihensiedlung. Und es ist schon in den ersten Seiten klar, dass das nicht gut wird. Also zumal sie ja schon ein Kind hat, ne? Genau, nee, das hat er. Er hat schon ein Kind, ja, so weil seine Frau, das kommt ja später raus, sich das Leben genommen hat, weil er halt ein fieser Typ ist. Und sie kriegt halt mit ihm ein Kind und dieses Kind wird von ihr auf eine Art verzärtelt und behütet, was sich im Nachhinein als weise herausstellt, weil die anderen Beteiligten, also ihr Stiefsohn oder sein richtiger Sohn aus erster Ehe und er sind halt wirklich grundböse. Mhm. Und der Großvater gleich mit. Also sein Vater. Ja, das sind Kriminelle im Grunde. Das sind 3 Generationen Kriminelle, die diese reine Landpflanze reinheiratet und dann ein gemeinsames Kind. Und der sozusagen die Eiche in dem Ganzen ist der Vater von ihr, also sein Großvater. Dieser Hof ist dann eben schon dieses Motiv, die heile Welt. Also das macht Wichert ja auch ganz plakativ. Auf dem Hof ist die Tür immer offen, der Herd immer an. Alle kriegen was, alle können kommen. In der Kleinstadt ist immer alles abgeschlossen, keiner ist willkommen, alles ist voller Geheimnisse. Und im Keller gibt es einen Fleischerhaken. Genau, im Keller hat sich ja seine Ex-Frau oder seine Frau das Leben genommen. Und die Geschichte geht dann im Grunde so einer Kriminalgeschichte aus. Der Sohn von ihm, also der dritte Kriminelle, wird dann kriminell, er klärt das dann auf. Und dann gibt es einen Haufen Verwicklungen. Er wird also aus dem Jungen von ihr, also dem Behüteten, wird dann also in der Tat ein Mann, der dann aber wieder zurück auf den Hof findet letztlich. Ne? Also da gibt es dann so diese Winterszene, wie sie dann... Und es gibt, wie oft bei Wichert, eine Ausnahmegestalt eines Lehrers. Also alle Lehrer sind schlecht, nur einer ist gut und der verzweifelt aber an seinem Beruf. Und das ist ja dann so, dieser Lehrer ist ja so in Liebe zu der Mutter dann und kann das nicht aussprechen, auch wieder so typisch, lässt sich dann versetzen an die absolute Ostgrenze, irgendwie nach Ostpreußen und wart nie wieder von ihm gehört oder er kommt dann später noch zurück oder so. Also so ganz typisch, also alle sind unausgesprochen und finden nicht raus aus ihrer Rolle und nehmen das Schicksal, wie es ist. Aber ich muss sagen, das habe ich sehr, sehr gern gelesen. Da ist es zwar auch klischeehartig und ein bisschen holzschnittig, aber das ist irgendwie eine Art, auf eine Art echt. Also, so. Ich will da mal eins dagegen stellen, den Kinderkreuzzug. Mhm. Das ist deswegen, also eine Erzählung, das ist jetzt eine Einzelausgabe, das gibt es aber auch in einem Sammelband, den ich hier habe, der Silberne Wagen heißt, der Kinderkreuzzug. Und das Interessante am Kinderkreuzzug ist, dass es dort auch diesen Hof gibt und die Stadt. Mhm. Dass der Hof aber verschlossen ist.
Ja, okay. Also das ist eine ganz, eigentlich eine ganz anrührende Geschichte. Ich finde die auch wirklich gut erzählt. Also der Sohn entgegen dem Willen des Großbauern, des Vaters, eine Städterin geheiratet hat, die eine ganz tolle Frau ist und so weiter, und er lebt jetzt in der Stadt und ist im Krieg und kommt dann auf Heimaturlaub zu seinem Vater, zum Großvater, und bittet ihn mit seinem ganzen Reichtum, den er da auf dem Land hat, für die städtische Familie zu sorgen, also für seine Frau und für die Kinder. Und der Großvater tut es nicht. Also ist ganz hart und sagt, du hast dich damals gegen mich und das Land entschieden, und jetzt bist du in der Stadt und sollen es halt hungern. Und also der geht dann wieder in den Krieg. Und die Kinder, die haben das aber nicht berichtet bekommen vom Vater, dass der Großvater so hart ist, sondern für die ist im Grunde dieser Hof und das Land der Garten Eden. Und als der Lehrer dann auch aus der Bibel vorliest und eben fragt, wo ist sozusagen hier der Garten Eden, dann fällt dem Jungen ein, dass es ihn ja gibt und dass er die Verantwortung hat, seine kleineren Geschwister und vielleicht ein paar hungernde Kameraden, also andere Kinder, die er hat, in einem Kinderzug, Kreuzzug dorthin zu führen. Brechen auf, kommen an und der Großvater bleibt hart. Der wischt sie im Grunde weg und sagt, ihr seid Vagabunden, ihr habt ja nichts verloren. Und sie treffen dann auf einen verkrüppelten, also einen Kriegsheimkehrer oder einen Versehrten, der sich verdingt als Hirte und der sie dann aufnimmt und heimlich ein Schaf dieses harten Großbauern schlachtet und so weiter. Also da ist dieses Motiv, dass irgendwie auf dem Land so der Alte vom Berge lebt, der Großvater, der die Maßstäbe hat, der gütig ist, der mild ist, der Fehler auch ausputzen kann und immer wieder offene Arme hat oder so, überhaupt nicht gegeben. Ja? Und das ist dann auch noch so ein Punkt, diese Figuren, die knallhart sind, also die überhaupt nicht nachgeben, selbst wenn das Leid bei ihnen vor der Tür steht oder auf der Schwelle liegt, die gibt es bei Wichert auch ganz oft. Das ist auch in den Jerumin-Kindern. Kannst du dich vielleicht erinnern an die Mutter? Die Mutter ist so eine, das stimmt. Ja, die dann die schwangere junge Frau zurückstößt, die eben schwanger ist ohne Hochzeit. Und der Sohn ist im Feld und sie kriegt jetzt eben das Kind. Aber die werdende Großmutter stößt sie von der Schwelle und ist knallhart, also ohne jede Gnade, gegenüber dem Leid dieser Tochter. Ja. So, also diese Figuren gibt es, die gibt es. Und auch da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es die in der Realität so, so gibt. Man könnte sich leicht darüber lustig machen. Also das ist so dieses, wer hat schon mal... Da habe ich aber gerade nicht gemacht. Nee, ich sag mal, weil du jetzt in die Richtung gehst. Also das ist ja schon mal die Frage, wer hat jemals so einen Mann, so eine Frau gesehen? Das wird dann schwierig. Aber das ist natürlich bei einer, ich finde es bei einer Erzählung oder einer Novelle ist es irgendwie noch legitim, dass das so zugespitzt wird. Du hast ja wenig Raum und in der Regel willst du ja damit irgendeine Art von Weisheit kundtun. Das ist jetzt bei dem Roman schon ein bisschen schwieriger, weil eigentlich hast du ja allen Platz der Welt, um die Sache auch in diesen ganzen Differenzen darzustellen. Ja. Deswegen ist er, weiß nicht, wenn wir später dazu kommen, was bleibt bestehen, sind sicher ein paar Erzählungen, aber eben auch ein paar Romane. Dann wir haben noch das vergessen, glaube ich, dieses Der Knecht Gottes. Das ist so ein Roman, was auch in der Zeit erschienen ist. Das muss ich gestehen, habe ich nicht gelesen, ist aber damals ganz berühmt gewesen. Lassen wir mal vielleicht weg, aber das spielt noch, kommt immer mal wieder vor. Der Jedermann, das ist dann das nächste, ich glaube 1930 erschienen. Das ist im Grunde sein gültiges Kriegsbuch, so hat er das dann später selbst bezeichnet. Also wo er den toten Wolf dann letztlich einholt. Und dieser Jedermann ist im Grunde ein alter Ego von ihm, also der dann von der Studienbank oder vom Studium weg in den Krieg kommt. Und Lehrer war er schon. Lehrer war er schon und kommt dann, durchlebt den Krieg an der Westfront. Und dieses Jedermann ist im Grunde so das Schicksal eines Namenlosen. Am Ende, ich glaube, das Ende ist dann so, dass die ihren Kompaniechef irgendwie durch die, sozusagen, der ist gefallen
Und den schleppen die dann durch halb Deutschland oder von der Westfront bis in seine Heimat, um ihn da zu beerdigen. Ne? Das ist so dieses Symbol der Heimkehr. Also auch eins der besseren Bücher, würde ich sagen. Ja, also lesenswert. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, das ist, also seine Autobiografie, die Wälder und Menschen und so weiter. Es ist ja so, dieser Kleinort mit Forsthaus, der war ja wirklich an der äußersten Ostgrenze Ostpreußens. Ja, in Masuren. Und, genau. Und das ist ja ein Gebiet, das eben im Ersten Weltkrieg kurzfristig russisch erobert war. Ja, genau. Und das kommt vor. Also in einigen Erzählungen, Novellen und so weiter kommt es vor. Da kommen wir doch gleich zur Hirtennovelle. Gehen wir zur Hirtennovelle über. Genau, da kommt es nämlich ganz stark vor. Genau. Also das schildert er schon. Das ist ja so eine ganz interessante Sache, dass das auch Leute, die geschichtlich ein bisschen mehr wissen, im Grunde nicht wissen, dass es also im Ersten Weltkrieg tatsächlich feindlich besetztes deutsches Gebiet gab. Genau, 1914 war das am Anfang des Krieges, also bevor Hindenburg die Tannenberg-Schlacht gewonnen hatten die Russen einen Teil Ostpreußens besetzt und haben auch einen Teil Ostpreußens zerstört. Und diese Zeit, Russenzeit im Ersten Weltkrieg, war im Grunde wie eine 30-jährige Kriegheimsuchung für die. Also so findet man die Schilderung. Und das spielt zumindest eine gewisse Rolle in der Hirtennovelle, die ich klar empfehlen will. Also genau, eines der starken Bücher von 1935, glaube genau, ich. Genau, ja. Und also ganz kurz, geht um einen, einen Knaben, der ein Waisenbub ist, die Mutter, halbweise, ne? Mutter lebt noch. Der Vater ist im Wald, bei der Waldarbeit gestorben. Genau, und das ist auch, muss ich sagen, ein Anfang, der völlig modern ist. Ja? Also das ist eben nicht so, dass da erstmal ewig die Natur geschildert wird, bis der erste Mensch atmet, sondern das geht los. Seinen Vater erschlug ein stürzender Baum um die Mittagszeit eines blauen Sommertages. Es ist ungefähr so wie Hunger von Hamsun. Ich kam nach Christiania in die Stadt, die niemand entlässt, bevor sie ihn nicht gezeichnet hat. So einfach so. Marmorklippen. Ja. So ein Anfang, wo man gleich weiß, oha, man ist sofort drin. Also hier, als ich das wieder aufschlug, dachte ich, naja, das ist jetzt schon ein anderer Ton. Genau. Und das Bürschlein wächst also ohne Vater auf und wird dann allerdings Hirte. Was eine große Auszeichnung ist, weil es da auch einen Stier zu bewachen gilt, der Bismarck heißt. Also die Herde ist der größte Schatz des Dorfes, das ist ein sehr armes Dorf. Irgendwie 5 Bauernhöfchen oder sowas. Ne? So. Und er wird dann halt der Hirte, gilt dann auch relativ schnell in seiner Alterskohorte als der Anführer, weil er am meisten kann. Und dann gibt es so 3 Bewährungsproben. Die erste ist, als das Nachbardorf auch den Weideplatz beansprucht. Genau, der lange Laban. Genau, besiegt er ihn mit der Schleuder. Ganz wie David Goliath. Ne? Genau. Hat zufällig der Lehrer zuvor auch vorgelesen. Und als der Streber sagt, ja, das ist eben nach Gottes Weisung, murmelt, glaube ich, der kleine Hirte, naja, und eine gute haselnde Schleuder gehört halt auch dazu. Also so der Pragmatiker. Die zweite ist dann schon wieder so ein bisschen eine fragwürdige Prüfung. Da kommt eine eher so jugendbewirkt, Birkenstock-Sandalik, jugendbewegt. Malerin ins Dorf und entdeckt den Knaben und irgendwann, also er bewundert sie halt. Und will ihn malen. Ja, und malt ihn dann irgendwie nackt, keine Ahnung. Genau. Und dann zerreißt er alles. Und also auch diese Probe hat er dann bestanden. Ja, und er war aber keusch. Nicht nackt. Ne? Nein, also er ist keusch geblieben. Genau. Ja, was wichtig ist. Und das dritte ist dann der Russeneinfall, glaube ich. Ne? Das ist ganz am Ende. Aber das ist die dritte Prüfung letztlich? Die dritte, die dann auch zum Opfer führt. Genau. Er kommt ja um. Also die Russen sind schon in den Nachbardörfern und er hat als Hirte, als Hirte, der ja nichts Wichtigeres eben als seine Herde kennt, schon einen geheimen Schlupfort für seine Herde und für die Dorfbevölkerung ausgemacht, wo alle also hinfliehen können. Dann gehen meinethalben die Häuser in Flammen auf, aber der Mensch und das Vieh werden gerettet sein. So. Und das ist so eine ganz seltsame Sache, dass dann ein Lämpchen. Genau, das Lämpchen des ärmsten Mädchens. Genau. Die will das holen. Springt dem Mädchen vom Arm und läuft in Richtung der Kosaken. Und er ins Dorf zurück, sprintet dem Lamm hinterher, weiß aber schon, dass das ganze Dorf in Sicherheit ist und packt sich dieses Lämpchen und wird beim Versuch, dieses letzte Lämpchen zu retten,
dann eben von den Kosaken gemeuchelt. Ne? Genau, ich glaube, das Ende ist auch so ein bisschen wieder Anfang mit so einem ganz, er wird dann beerdigt und dann gibt es so einen ganz kurzen im Grabspruch oder so. Ja, genau. Also der Grabspruch heißt Michael, einer Witwe Sohn. Ja, genau. Genau. Und das ist die höchste Auszeichnung, die auf so einem Grabstein stehen kann. Weil, weiß ich nicht, für das Dorf ist das im Grunde wie eine Chiffre. Ne? Genau, aber jetzt ist es interessant. Also die Erzählung ist... ich finde die toll. Ja, die ist auch gut. Warum? Die hat dann nach dem Krieg noch ein bisschen Bedeutung gewonnen. Weil die Frage ist immer, was will uns der Autor 1935 damit sagen? Da kommen wir jetzt in den Bereich doch. Ja, lass uns das mal kurz diskutieren, weil es ist ja sowohl damals wichtig als auch später nochmal wichtig. Weil normalerweise würde man ja sagen, also dieser Hirtenjunge, der aus dem untersten Stand kommt, opfert sich für das Geringste. Ja? Nämlich das Lämmchen, also noch nicht kein ausgewachsenes, vom ärmsten Mädchen so ungefähr. Und er verhindert ja damit letztlich auch, dass dieses Versteck entdeckt wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, weil das Lämmchen ja auf die Besitzerin zuspringen wollte. Das wollte ja denen hinterher streuen in den Wald. Ja, genau. So, also jetzt, was so ist das, also um es kurz wegzunehmen, nach dem Krieg kam die Diskussion aus, ob das nicht einfach ein völkisch-nationalistisches Epos ist. Wo also wurde ihm zum Vorwurf gemacht, der Hirtenjunge, da hätten doch viel mehr davon gehabt, wenn er, der alles kann, sich gerettet hätte, um den Leuten im Versteck beizustehen. Also ist das ein sinnloser Heldentod? Die erste Frage. Und zweitens natürlich die Konstellation, dass der Reine sich sozusagen der einzige Reine sich den Kosaken, also den Untermenschen entgegenwerfen muss. So, ich finde diese Interpretation relativ absurd, muss ich sagen. Aber das ist in diesem einen Buch über Wichert da in extenso ausgeführt, warum das alles so ist. Also ich weiß nicht, wie man das 1935 gelesen hat, ehrlich gesagt. Das ist ja jetzt genau der Punkt. Wann liest man was wie? Ja? Ja. Und wenn klar ist, dass man in einer Epoche lebt, in der man nicht mehr frei einfach runterschreiben kann, was man sagen will, sondern in dem es eben notwendig wird, das, was man eigentlich sagen will, zu verstecken. Also in Andeutungen so niederzuschreiben, dass diejenigen, die es lesen und verstehen sollen, es noch verstehen können. Es darf also nicht zu sehr verklausuliert sein. Ja. Es muss offensichtlich genug sein, aber es darf nur so offensichtlich sein, dass sich eventuell der Machthaber blamiert, wenn er eindeutig sagt, das ist so gemeint und das ist jetzt hier nicht mehr erlaubt. Ja? Weil er ja automatisch zugibt, dass er vielleicht getroffen ist, dass es ihn vielleicht gerade gemeint hat mit diesem Roman. Da kommen wir dann auch auf eine andere Sache zu sprechen. Und das ist die... Was ist da jetzt? Also der Punkt ist doch, man hätte es doch damals so gelesen, also es kommt nicht darauf an, was du in der Welt darstellst, sondern was du tust. Und deine Tat ist eben auch, der Geringste deines Volkes ist wert, mitgenommen zu werden. Oder? Also das ist sicher das Erste, ja. Und das Zweite ist, dass ja an sich Abkehr nicht das war, was der Staat wollte. Also die Durchpolitisierung des Lebens, dieses in den Einsatz gehen für die Volksgemeinschaft, meinethalb auch die Moderne zu begrüßen, die eben notwendig ist, damit das Volk sich wehren kann. Ja, das ist ja nicht mit Haselnuss schleudern, sondern mit Panzern bis Moskau gerollt. Nach 35 noch nicht. Ja, aber weißt du, wie ich meine? Ja, also, dass klar ist, hier wird wieder aufgerüstet, hier wendet man sich der Technik zu. Hier gibt es die Jungs, die eben dann in die Flieger-HJ gehen und die anderen gehen in die Segler-HJ, die Dritten gehen halt sonst wohin, aber er halt überhaupt nicht. Ja? Und er ist immer derjenige, der... Aber weißt du, daran merkst du jetzt schon, wie ich das strapazieren muss, um aus dieser Novelle etwas herauszulesen, was im Sinne der inneren Emigration, also das heißt des verklausulierten Schreibens, gelesen werden könnte, dass das auch christliche Anklänge hat, das Lamm, für das er sich opfert, dass er dann auch geopfert wird, weil es die Kosaken einfach sauber vorne auf den Saal schnallen und die haben das dann sicher nicht aufgefüttert, aufgefuttert. Ja. Also sind die. So, genau. Also wir sind aber jetzt schon mitten beim Thema. Wir sind jetzt in den 30er Jahren und da kommen jetzt noch,
zwei Erfolgsbücher der Zeit zunächst mal. Und das ist zum einen Die Magd des Jürgen Doskozil und Die Majorin. Also das sind jetzt zwei Romane, die in dieser Zeit recht erfolgreich waren. Ich warte mal, wo haben wir sie denn? Vielleicht kannst Also du ich schon habe was hier den, zum Jürgen sagen. ich habe hier den Jürgen Sag doch mal, Doskozil. was oder das ist auch eine typische Wichert-Geschichte. Also ein Fährmann, dem das Leben irgendwie nicht gut mitgespielt hat, kriegt halt die Magd. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt kommt. Und alles ist Schweigen, alle haben riesige Hände, er sieht aus wie so ein Urmensch irgendwie und leben da vor sich hin. Und ich glaube, so die Hauptpointe der Geschichte ist doch, dass es dann so eine Art Sekte gibt, die dann versucht, in ihre Fänge zu nehmen und sie dann diesen Sektenführer, der alle Frauen verführt in diesem Ort, dann eben tötet. Und mit dieser Tat den Ort von diesem Bann befreit, also von diesem Verführer und auch relativ milde dann bestraft wird und dann glaube ich auch hat sie ihn vorher schon geheiratet oder danach jedenfalls diesen Fährmann dann heiratet, den Jürgen Doskozil. Ich weiß jetzt, also da passiert natürlich noch Ja, mehr, aber. weißt du, woran es mich erinnert hat? Ein bisschen an die Schwarze Weide, wo es doch auch diesen Sektenführer gibt, den Smorzak. Das haben wir ja auch schon besprochen in einer unserer Sendungen. Genau. Und das ist eine ganz seltsame Sache. Da gibt es ja auch jetzt ein Buch, das die Ellen heute So, aufgenommen hat. den Hexen, das hier Genau, 45er. also so dieser Wunderheiler-Glaube und überhaupt die Suche nach irgendwelchen übernatürlichen Erklärungen für irgendein Schicksal oder für irgendein Verhängnis oder für irgendein Nicht-Vorankommen, für irgendwas Stockendes, meinethalb auch für den Viehtod oder irgend solche Dinge. Und also ich habe das nicht gern gelesen. Ich habe etwas lieber die Majorin gelesen, obwohl die fast den Mittelpunkt des Klischees erfüllt, wenn man jetzt bei Wichert über das Klischee sprechen will. Ja? Also es ist wieder ein angekränkelter Bei dem ist noch mal Kriegsheimkehrer. schwer in der Zukunft, Entschuldigung, dass er als tot gilt und schon in dem Genau. Denkmal schon eingemeißelt ist, Genau, und als er tot. kommt dann in der ersten Szene an seinem Grabstein vorbei und sieht Eigentlich nicht sich, lustig. ja, und sieht sich dort und denkt, naja, gut, so, und trifft dann eben zum Glück wieder auf eine dieser einfühlsamen Frauen, die alles ahnen und wenig sprechen und die ihm mitten im Wald eine Hütte zur Verfügung stellen, in der er sich in irgendeiner Weise gesund arbeiten Na, kann. eben Ja, nicht. Also er kriegt ja jeden Tag Essen hingestellt ja, ich und weiß schon, was ich meine. er muss im Grunde nichts machen. Also er soll sich gesund arbeiten und er soll dort halt in der Einsamkeit und in der Einfachheit und so weiter Zu sich selbst zu finden. sich selbst finden. Das hat jetzt werden wir spöttisch. Das ist eigentlich nicht angemessen, aber ein klein bisschen darf man jetzt mal spotten. Es hat schon, also im Grunde ist es so, das hat schon was von Sanatorium an sich. Nur ist es halt nicht der Zauberberg, ja? Sondern es So eine ist immer Hütte. die einsame Hütte, ja? Also In da der kommt, gelebt werden muss. und das kommt aber noch dazu, dass ja die Majorin, das ist halt der das Land gehört, also die Herrin, und sein Vater hat ja so einen Bauernhof da, also auf ihrem Land als Lehensnehmer. Und letztlich ist ja die Erwartungshaltung zum einen die, dass er ja wieder in seinen Stand eintritt. Kann er aber nicht, weil er ja so viele schreckliche Dinge und halt so vergrübelt ist. Und die zweite Geschichte, die sich natürlich auftut, ist diese wieder mal unausgesprochene Liebe zur Majorin, die ja, ne, so. Und das Ende der Geschichte ist natürlich, er stellt sich dann hinter den Pflug Genau. und fängt an zu pflügen, Ja. wie sich's gehört. Ja. Und entsagt. Und er entsagt. Ja. So, Stimmt, also jetzt komm. Genug gelacht, ja. Aber ich Wichert, finde das Buch, muss ich ja. sagen, gar nicht so schlecht, weil Genau, und jetzt gehen es wir aber. schildert diesen Moment, es hat was Zeitloses. Und jetzt unabhängig von dem Sujet, also der Kriegsheimkehrer, ist natürlich diese Phase, in der sich ein junger Mann finden muss, gar nicht mal so schlecht dargestellt. Und das ist ja auch diesen Widerspruch zwischen, welche Ansprüche hat die Welt an mich, ja? Welche Ansprüche haben die Frauen an mich, so? Welche Ansprüche haben die Vorfahren an mich? Zwischen diesen Dingern pegelt er ja. Und das finde ich finde, das ist kein schlechtes Ja, Buch. und Und man wo muss immer käme lustig. Ruhe her? Also wenn man Ja. jetzt jemand ist, der eben Ruhe sucht, vielleicht weil man schon zu viel Lärm Ja. und Knallerei und Tod und so weiter erlebt hat. Ja, also ich habe das ja
bei der Bergl-Sendung auch schon mal erzählt, als ich als junger Mann ohne jede Kriegserfahrung und so weiter in Rumänien bei einem alten rumänien-deutschen Bauer einige Jahre lang immer Erntehilfe gemacht habe, da habe ich schon pudelwohl gefühlt. Und das hat natürlich, war ja genau dieses einfache Leben. Also der Mann war nie einkaufen, der hatte alles, was er aß und was er brauchte, dadurch, dass er eben seinen Bauernhof betrieb, da als 75-Jähriger noch. Und ich habe da viel gelernt. Und das war natürlich ein unglaublich ruhiges Leben. Also ja, anstrengend ja, und ruhig. Ja. Aber so, darum geht es ja jetzt beim Doskus, doch, es geht um den Punkt, immer wieder um den Punkt des wahren Lebens im Falschen. Ja. Ja. Immer wieder um die Frage, was heilt den eigentlich? Wäre das jetzt ein Sanatoriumsaufenthalt gewesen? Wäre es mal mit den Jungs ein Jahr lang durch alle Kneipen von Berlin ziehen, damit er hinterher wieder hinterm Flug steht? Oder ist es eben nicht doch das Heilmittel gewesen, zu sagen, man sitzt in diese Hütte und man lernt so die einfachen Dinge wieder oder lernt das Schätzen, verarbeitet irgendwas und so weiter und so fort. Aber der Witz ist, das Ding ist eigentlich ja unglaublich modern, weil diese Zeit und die Möglichkeit, dich auf die Suche zu begeben, wo du deine Mitte findest, die hast du in der Zeit eigentlich gar nicht gehabt. Also hätte er jetzt nicht diese Majoren getroffen, er sagt, geh du mal in die Hütte und wenn du Lust hast, nimmst du das Gewehr. Ja, das ist und ja eh das Interessante. Ne? Ja, also das ist ja dann später beim einfachen Leben auch die Frage bei diesem... Da ist es noch ein bisschen anders, Orla, bisschen, der hat ja nur, ein bisschen realistischer. Ja, der hat ja nur einen Hintergrund sozusagen. Genau. Ja. Weil hier ist es eigentlich völlig absurd. Genau. Das ist ja wie so ein PTBS-Soldat, der jetzt nach Hause kommt und von allen umsorgt wird. Also die Frage ist immer, warum tauchen diejenigen nicht auf, die sich das nicht leisten konnten. Ja, die sind halt nicht so interessant. Genau, und die halt im Grunde sofort hinter den Flug gehen mussten, weil ihnen keiner ein Stück Brot gereicht hat. Ja, genau. So. Also das ist ja insgesamt überhaupt der Punkt. Haben wir es hier mit Romantisierung zu tun? Mit der Romantisierung des einfachen Lebens? Zweifellos. Haben wir schon, ne? Würde ich sagen. Also auf jeden Fall. Das hat immer was von, deswegen meine ich, was Modernes. Weißt du, diese Sehnsucht, die auch heute Städter haben. Ich habe das damals in Pommeritz erlebt, dass die Leute da hingekommen sind, um ein Seminar zu machen, wo sie Steine vom Feld lesen konnten. Die haben es ja nicht als Arbeit, also die haben es sozusagen wie als Ausgleich von ihrem Schreibtischjob, also mal arbeiten. Aber das ist eine Momentaufnahme, du machst das eine Woche oder machst das zwei. Aber wenn du dein Leben lang dafür sorgen musst, dass dein Feld bestellt ist, dann sieht die Sache eben ein bisschen anders aus. Also das ist wie so eine Art Schutzraum, den Wichert ja immer wieder aufspannt, um so exemplarisch zu zeigen, ob ein Ausbrechen oder ein Finden sich finden irgendwie möglich ist. Weil das im normalen Leben im Grunde nicht zeigen kann. Gut, wir sind jetzt mittendrin in den 30er Jahren und kommen langsam in die Zone der Kopfschüsse. Richtig. Und zwar... fangen wir mit den Reden an? Oder wo fangen wir an? Fang du mal an. Also sagen wir mal, wir machen es mal kurz. Also Wichert war seit Anfang der 30er Jahre, auch schon 34, 35, sagen wir mal, umstritten. Also einerseits wurde er von seiner Gemeinde, er hatte eine sehr, sehr treue, große Lesergemeinde, wie so eine Art Prophet verehrt, die auf seine Bücher gekauft haben, Lesungen waren immer überfüllt. Und zum anderen ist langsam auch die Skepsis bei den Mächtigen des Dritten Reiches, Kulturmächtigen, gewachsen, sodass also auch seine Bücher teilweise eben in den entsprechenden nationalsozialistischen Organen verrissen wurden. Ja, also das war so diese typische Gratwanderung. Und mit zwei Dingen hat er es dann im Grunde übertrieben. Das eine war diese Rede, die zweite Rede an die Jugend, nicht wahr? 36. Ja, oder 37, nee, 35. 36 war die. Ja. Und das zweite ist diese Geschichte der weiße Büffel oder von der großen Gerechtigkeit. Das waren im Grunde zwei... Das sind die literarischen Gründe. Ja, genau. Genau, also das sind beides. Also die eine Rede, die ist damals nicht gedruckt worden, sondern hat sich im Grunde von Mund zu Mund in Abschriften verbreitet. Und auch der weiße Büffel, was so eine Art Novelle ist, auch die wurde damals nicht gedruckt, sondern hat sich so weiter verbreitet. Aber beides hat im Grunde deutlich gemacht, wo er steht. Und dann gab es noch ein auslösendes Moment, aber da kommen wir gleich drauf. Vielleicht erstmal zu den beiden Sachen. So der Dichter und die Zeit kurz. Ja, genau, also er war ja auch Redner, ja, Vortragender als Autor. Und dann hat er aber auch Reden gehalten, ist eingeladen worden zu reden. Und er hat die schon als Grundsatzreden verstanden. Und ich habe da eine schöne Ausgabe liegen. Wo liegt sie denn? Hallo? Da ist sie. Das ist, genau,
Die heißt, das ist hier der Dichter und die Jugend. Das war die erste Rede. Das war die erste, die 33er, ja. Genau. Und selbst in dieser Rede, ein paar Anstreichungen gemacht, kann man schon Passagen lesen, bei denen klar wird, dass er zumindest vorsichtig, aber doch für denjenigen, der es hören will, deutlich Kritik übt an der Politik des Dritten Reiches beziehungsweise an dieser totalen Mobilmachung, die da gepflegt wurde. Und er warnt hier eben davor, der unreifen Jugend zu viel Raum zu geben. Mhm. Also diesen Jugendwahn, ja? Dem stellt er sich entgegen. Ja? Ja. So. Ihr seid die erste Jugend, die, seit ich lebe, etwas empfangen hat, was wir niemals empfingen, Macht. Und obwohl ich Zeit meines Lebens dafür gekämpft habe, dass die Jugend Raum bekomme, einen großen, einen ganz selbstständigen, ihren eigenen Raum, so erfüllt es mich mit Sorge, dass dieser Raum mit Macht erfüllt wird, weil es mir als eine Gefährdung nicht etwa der Rechte der Älteren erscheint, sondern als die Gefährdung eines biologischen Gesetzes, das Recht ein Attribut der Reife ist, ein zu erwerbendes und nicht ein geschenktes. Ja. Klar, also so. ist natürlich so also ein bisschen onklig halt, ne? So. Ich spreche auch nicht von Feuerwerken, Aufrufen und Reden. Von all diesem ist für mein Gefühl zwar etwas zu viel da, aber mein Gefühl und so weiter. Also er kritisiert den Pomp, die Aufmärsche, er kritisiert diese fast Vergötterung der Jugend. Und das Entscheidende ist, er hat sich in dieser Zeit geweigert, vor Versammlungen der Hitlerjugend aus dem Toten Wolf vorzulesen. Weil er gesagt hat, dass dieses Buch etwas ist, was jugendliche Seelen vergiftet. Also sein eigenes Werk als Gift angesehen für Leute, die vielleicht sogar durch die Machtpropaganda und so weiter schon so an so einer unstatthaften Hybris zu leiden beginnen. Mhm. Ja? Also genau dieses Hoppla, hier komme ich mäßige, mir gehört die Welt, das ist das eine. Und das zweite, was damals eigentlich publiziert werden sollte, nämlich diese Novelle vom Weißen Büffel oder der großen Gerechtigkeit, das ist im Grunde, also zum einen ist es so klassisch in der Immigration, das ist in eine indische Legende gepackt. Genau, die andere Welt verlegt, eine andere Zeit. Genau, ja. So. Mhm. Und im Grunde geht es darum, dass die Macht gegenüber, also das Unrecht demaskiert die Macht und macht sie ohnmächtig. So, darum geht es. Die einzelnen Details ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber auch da geht es zunächst, der Ausgangspunkt vielleicht wichtig, es geht darum, dass die Jugend sich erhebt gegen die Demut der Armen. Also die Jugend ist selber arm und die sehen sozusagen die Demut ihrer Eltern gegenüber irgendwelchen durchziehenden, vagabundierenden Truppen, die alles nehmen und dagegen lehnen die sich auf, kommen dann selber an eine Machthybris, werden dann sehen dann diesen Zwiespalt, also etwas, was Macht anrichten kann und kommen dann vor den Herrscher und der Tod der Hauptperson zeugt dann eben davon, dass der Herrscher ohnmächtig ist, weil er ihn eben für etwas bestraft hat oder unrechtmäßig. Wurde also nie gedruckt im Dritten Reich, aber Wichert hat diese Parabel vorgelesen. Auf Lesungen. Genau, mehrfach. Und das war dann schon legendär. Also jetzt liest Wichert wieder den Weißen Büffel. Und diese Veranstaltungen wurden gestört. Sie wurden sogar gestürmt und abgebrochen. Und interessant ist aber, dass die Pressereaktionen oft indifferent waren. Mhm. Also dass man so sagte, ja, also schon sehr interessant. Und was ist da jetzt passiert, dass man also von so einem bedeutenden Schriftsteller einen Leseabend unterbricht. Also das ist so eine immer wieder so ganz interessant zu sehen, dass es so zumindest auf lokaler Ebene dann mit der Gleichschaltung doch nicht ganz so einfach war. Interessant ist vor allen Dingen, dass recht ausführlich über den Inhalt berichtet wurde. Genau. Was ja also völlig konterkariert, was man erreichen wollte. Also dann hat der Redakteur, also entweder war nicht auf Linie, ja, sonst macht man ja sonst nicht. Ansonsten sagst du einfach, da wurden bösartige Dinge verbreitet, so wie es heute üblich ist, ohne den Inhalt so darzustellen. Und das ist jetzt der Punkt, man weiß nicht, ob Wichert das wirklich so gemeint hat. Man weiß das nicht, ob, natürlich hat er es dann nach dem Krieg so erwähnt. Aber lass mich es ausführen. Also das ist ja immer der Punkt, dass die Reaktion auf etwas die Bedeutung erst gebiert. Also das heißt,
wenn ja. man das lapidar abgetan hätte, so wie man beispielsweise so sagte auch, naja, auf den Marmorklippen von Jünger, das kann natürlich erscheinen, ja, da sind wir ja gar nicht gemeint, also das muss hier um Stalin gehen oder so, ja, dann nimmt man der Sache ja sozusagen erstmal den Schwung, ja, hier ist der Schwung aber unglaublich dynamisch geworden, weil es tatsächlich wie so Reaktio, Aktio immer bei einer Lesung zur Störung kam, das im Grunde schon wie einkalkuliert war, auch von den Zuhörern, dass jetzt wieder was passiert, also dass man jetzt Zeuge eines Widerstandsakts wird, den dieser Schriftsteller immer wieder wiederholt. So, woher wissen wir von den ganzen Dingen, vor allen Dingen von seiner zweiten Autobiografie, die dann nach dem Krieg erschienen ist, allerdings genau. erst, Jahre und Zeiten? Ja, habe ich nur eine hässliche Ausgabe, ja, eine schöne? Nee, ich habe auch keine schöne. Also egal. Ist eine hässliche, okay, müssen wir jetzt auch nicht aufbauen. Nee, aber das ist nur, wer sich darüber informieren will, muss also auch dieses Buch lesen. Weil jetzt die Eskalation, die sich 1938 dann vollzieht, wird da sehr detailliert geschildert. Also in seiner zweiten Jugendrede, wird 35 oder 36, genau. wird da sehr viel deutlicher. Ja. Und dann steigert sich das, weil er zwei Dinge tut. Also zum einen, er stimmt mit Nein, als es um den Anschluss Österreichs geht. Ja? Maybe, ja. Ja, ist so. Und, weiß man nicht. Er hat es zumindest behauptet. Also er lebt ja damals noch nicht mehr in Berlin, sondern irgendwie in Wolfratshausen. Er ist nach München umgezogen. Ja, nach Bayern umgezogen, an Starnberger See. Erst in einen Ort und dann baut er sich einen eigenen Hof. Also es kann durchaus sein, dass man da so genau gesehen hat, wer wie gestimmt hat, sei mal dahingestellt. Ja. Und also, das Zweite ist die Sache mit Niemöller. Ja, das ist eigentlich viel interessanter noch. Genau. Also er hat wohl den Beitrag zum Winterhilfswerk mit den Worten verweigert, dass also hier er so lange nichts spendet zum Winterhilfswerk, solange Pfarrer Niemöller unrechtmäßig im Gefängnis sitzt, solange wird er eben seine Geld, den Geldwert der Frau und den Kindern zukommen lassen. Ja, ja, genau. So, dann ist er verhaftet worden. Ja, und dann ist er im Mai 38, hat er eine Hausdurchsuchung gehabt und unmittelbar im Anschluss, nach 6-7 Stunden Hausdurchsuchung, hieß es, belastendes Material gefunden. Und jetzt geht es nach München. In Gestapohaft zur weiteren Untersuchung seines Falls. Und dort saß er, glaube ich, 7 Wochen. Genau. Bis dann klar war, dass er jetzt im Anschluss eben nicht wieder nach Hause zurückkehren darf, sondern zunächst hieß es, in das Konzentrationslager Sachsenhausen verfrachtet wird, wo auch nie Möller saß. Ja. Und dann wurden auch die Pläne geändert und er kam nach Buchenwald. Und dort war er bis August 2 Monate. Genau, so. Da hat er aufgeschrieben nach dem Krieg, also er hat es aufgeschrieben, sozusagen Tagebuch geführt, hat das über den Krieg gerettet und nach dem Krieg hat er dann im Totenwald Zeugnis davon abgelegt. Das schildert er auch im Grunde wie so eine Art Passion, die er da auf sich nimmt und schildert so wo liegt der Schwerpunkt in diesen Schilderungen von in Buchenwald? Ja, also das Entscheidende ist, glaube ich, oder was mich fast frappiert, ist ja, dass er hier jetzt nicht beispielsweise auf das Mittel des Tagebuchs zurückgegriffen hat und gesagt, ich habe das jetzt hier so notiert, ich habe das jetzt hinterher ein bisschen in Form gebracht und so weiter, aber im Grunde ist es ein echter Bericht. Er nennt das ja auch Bericht. Ja. Es ist ein echter Bericht über meine Zeit in Buchenwald. Sondern er poetisiert das ja. Genau, ja. Als Johannes. Der Johannes, der Schriftsteller, der jetzt in Buchenwald interniert ist und dort eben die Malträtierung der Häftlinge, die harte Arbeit am Steinbruch, an der Pflasterstraße, beim Holzhacken für die Küche und beim... Ja, und die menschliche Niedertracht und alles. Die Niedertracht, also die Entmenschlichung eigentlich auch durch diese Wärter, die alle unglaublich grobschlächtige, brutale, auch sadistische Figuren sind. Ja. Er sagt ja in seiner Autobiografie, dass er, als er dann aus Buchenwald entlassen wurde,
Wir kommen dann gleich noch zu Josef Goebbels, ne, der so einen Spezialspaß so hatte mit Wichert. Dass er dann erst das einfache Leben schreiben musste, innerlich, um zu Rande zu kommen und danach eben den Totenwald verfasste und den im Garten vergraben hat, genau. Um ihn irgendwann veröffentlichen zu können. Den Totenwald liegt allerdings ja wirklich Tagebuchaufzeichnungen zugrunde. Die sind ja nochmal in so einem Extraband erschienen, wo auch noch Briefe abgedruckt sind, also ein paar Dokumente, die nochmal überprüfbar machen, inwieweit das so halbwegs authentisch ist. Ja, trotzdem ist es eine seltsame, finde ich jetzt ein seltsamer Griff, aus so einer Sache einen Roman zu machen. Ja? Oder kennst du... Ja gut, ich meine sowas, so Bruno Apitz, Wolf unter Wölfen, das ist ja auch, ich meine, ein Schriftsteller greift halt zum Schriftstellerischen und nicht zum Tagebuch. Ja? Also klar, Jünger hat das Gegenteil gemacht, das wäre jetzt nur für das Gegenbeispiel, aber ich denke, das kann man so und so anfassen. Also ich glaube auch, dass ihm das vielleicht war ihm das ein bisschen zu prosaisch eigentlich. Weißt du? Ja, also das ist morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, misshandelt werden, schlafen gehen, der gibt halt dem ja schon mehr noch, also in Ausdeutungen. Und es ist ja auch Wichert, dass er die Sache eben nicht so stehen lässt, wie sie ist, sondern sie in ein ganz bestimmtes Licht stellt, ausdeutet, von mehreren Seiten am besten noch umschreitet. Ja, und dann sich für, naja, nicht mal für sich selbst sprechen lässt. Also mich hat es, als ich studiert habe, sehr interessiert, weil das ja eben so eine komische Sache war. Also dass ein Schriftsteller, der im Grunde natürlich kein Blut- und Bodenschriftsteller war, sondern sehr viel feinsinniger, aber trotzdem eben so dieses Heimatlob und das Lob des einfachen Lebens, das Lob der Schollennähe und so weiter und der guten Ethik des Landes und so weiter da gepfiffen hat, dass so einer ins KZ kommt. Also es hat mich interessiert und mich hat auch interessiert, was hat er da erlebt? Was ist das Zeugnis dieses Mannes? Und da müssen wir jetzt im Grunde dann kurz auf Goebbels zu sprechen kommen. Das ist ja so ein Ding, dass Wichert ja als dermaßen bekannter Schriftsteller tatsächlich jetzt nicht im KZ zugrunde gehen sollte, sondern im Grunde den berühmten Schuss vorn Bug kriegen sollte. Also im Grunde so eine Art Erziehungshaft, mal eben reinschnuppern in eine Welt, in der man sicher nicht länger bleiben will. Also das spielt ja auch in der Phase, also 38, als eben schon sehr viele Schriftsteller auch im Exil waren und man sich, glaube ich, auch nicht mal leisten konnte, einen so bekannten Autor komplett zu verlieren, also auf die Gegenseite. Und ich glaube, dass also jemand wie Goebbels ganz genau wusste, dass also jemand wie Wichert nützlich sein kann. Und dass der eigentlich ja immer ein nationaler Mann gewesen ist. Und dass vielleicht dieser kleine Stupser über die 2-3 Monate ihn dazu führt, seiner Gemeinde, ich glaube, die man durchaus als ziemlich groß angenommen hat. Und Wichert hat das ja selber mehrfach beschworen, dieses, einen Raum um mich bauet. Wie so eine Art Schutzwall, also dass seine Lesergemeinde ihn vor dem Zugriff des Staates geschützt hat. Und diese Goebbels-Story, die Goebbels ja in seinem Tagebuch verewigt hat, also er lässt sich dann, nachdem Wichert aus dem Konzentrationslager entlassen ist. Erstmal machen wir das Vernehmungsprotokoll bekommt, das die Gestapo angefertigt hat. Und dann schreibt eben Goebbels Vernehmungsprotokoll von dem sogenannten Dichter Wichert gelesen. Also das ist natürlich eine Frechheit, ja? Der sogenannte Dichter, der wusste genau, wer Wichert ist. Ja? So ein Dreck will sich gegen den Staat erheben. 3 Monate Konzentrationslager, Punkt. Dann werde ich ihn mir persönlich vorknöpfen. Genau, das hat er dann gemacht und hat ihn am 30. August vorführen lassen. Zitat, gestern, ich lasse mir den Schriftsteller Wichert aus dem KZ vorführen und halte ihm eine Philippika, die sich gewaschen hat. Ich dulde auf dem von mir betreuten Gebiet keine Bekenntnisfront. Jetzt kommt der Satz, der so typisch Goebbels ist, auf diese zynisch-schnoddrige Art. Ich bin in bester Form und steche ihn geistig ab. Eine letzte Warnung. Ausrufezeichen. Darüber lasse ich keinen Zweifel. Der Delinquent ist am Schluss ganz klein und erklärt, seine Haft habe ihn zum Nachdenken und zur Erkenntnis gebracht. Das ist sehr gut so. Goebbels weiter. Hinter einem neuen Vergehen steht nur die physische Vernichtung. Das wissen wir nun beide, Goebbels. Also ich glaube, die Ansprache war deutlich. Umso erstaunlicher ist es ja, dass Wichert nicht mal ein Jahr später
das einfache Leben veröffentlichen kann, genau, und veröffentlicht. Es kommt eine ganz kleine Demütigungsschleife vorher. Ja. Er wird ja dann verpflichtet, am Dichtertreffen in Weimar teilzunehmen. Ja. Und das ist ja so, dass natürlich die durch etliche sehr berühmte Schriftsteller entkernte Reichsschrifttumskammer und so weiter versucht, große, würdige Dichtertreffen abzuhalten. Und eines dieser Staatstreffen war dann eben in Weimar, auch noch 1938. Er wurde also unmittelbar ein, zwei Monate nach seiner Haftentlassung aus Buchenwald verpflichtet, in Weimar teilzunehmen. Und hat da, beschreibt es dann auch in seinem Tagebuch, wie er dort so verstohlen angeschaut wurde, weil natürlich jeder wusste, was mit ihm passiert war, wie er sich dort eben fremd fühlt und im Grunde weiß, dass er wie so eine Art Plakat ist, das dieser Staat jetzt ausstellt. Da gibt's damit von, man sieht, aha, Wichert ist auch dabei. Genau, es gibt von Manfred Hausmann, glaube ich, eine Schilderung dieser Begegnung dort. Ne? Das ist ziemlich eindrücklich. Also Wichert drückt sich wirklich so an den Tisch, an den Rand, will eigentlich nicht da sein. Und ich glaube, Hausmann und er kommen dann ins Gespräch irgendwie also als Einziger. Also das ist ganz komisch. Das ist wiederum was relativ Authentisches auch an Wichert, dass er scheu war überhaupt, was solche Veranstaltungen anbelangte. Der ist auch früher auf Veranstaltungen dieser Art nicht gegangen. Gab er diese berühmten Dichtertreffen in Lippoldsberg, die der Hans Grimm veranstaltet hat. Treffen, auf denen dann Leute auch wie Rudolf Alexander Schröder und so weiter waren, also wirklich auch durchgebildete, wirklich gute Schriftsteller. Aber Wichert ist dort nie hin. Der hat das nicht gemocht. Also dieses Zusammenklucken und im Grunde wie er war in so einer Art Bekenntnisgemeinschaft. Er war ein vereinzelter Grübler. Sein. Ja. Genau. Ja. Also der, ja, also die, das einfache Leben. Ja, genau. Er kommt also, genau, und setzt sich hin, kommt aus dem KZ. 3-4 Monate später setzt er sich hin und schreibt das einfache Leben herunter. Das ging nicht lang, bis er es hatte. Und das ist ja nun das berühmteste, kann man schon sagen, vielleicht neben der Hirtnovelle, das berühmteste, und um den Totenwald natürlich, das berühmteste Werk Wicherts, das einfache Leben. Also die Geschichte ist ja relativ einfach, wie das Buch ja auch. Also ein spielt in der Inflation, 1923 ist der Anfang. Ein Korvettenkapitän AD, Thomas von Orla, lebt irgendwie am Rande Berlins. Seine Frau ist sehr aktiv, was abendliche Diners und Ausgehen und so betrifft. Und er hat einen Sohn mit ihr und er ist ihr völlig entfremdet. Also die Wege, er ist wieder ein Grübler, der nachts durch die Straßen geht, niemanden begegnen will, keine neue Karriere machen will. Im Grunde mit allem abgeschlossen. Hat eine Geschichte hinter sich, ne? Ja, also er hat halt, klar, die 4 Jahre Krieg hinter sich. Also ja, und wird ja dann beim Aufstand der Matrosen, von den Matrosen ins Meer geworfen und gerettet. Also das ist so auch wieder typisch eigentlich, ne? Genau, der Matrose, der ihn rettet, ist natürlich dann sein Freitag. Also er selber ist ja dann später Robinson. Also die Geschichte geht also so weiter. Er fährt dann irgendwann mit dem Fahrrad über Land, verabschiedet sich von Sohn und Frau, von Frau glaube ich gar nicht, sondern von Sohn, hat vorher noch ein Gespräch mit dem Pfarrer, wo er die Frage stellt, wie können wir denn, also im Grunde diese Frage nach der Rechtfertigung, wie kann ich mein Leben leben, sodass es Gott gefällig oder überhaupt da funktioniert. Da fällt ihm ein Vers zu aus dem 90. Psalm. Genau. Ihr bringt eure Tage hin wie Geschwätz. So, das ist das Leitmotiv, also nicht mehr schwätzen, sondern den Mund halten. Und er fährt dann über Land nach Ostpreußen natürlich und findet dort einen See mit einer Insel. Also erstmal trifft er einen Förster, den er auf die Insel hinweist. Dann trifft er den Grundherrn, einen alten General, der ihm gestattet, auf der Insel als Fischer zu leben. Vor ihm lebt er dabei anders. Der ist Kommunist geworden, will jetzt weg. Und er lebt dort und schreibt dann noch 2 Bücher. Also es passieren noch ein paar Dinge, aber im Grunde wird auch da wieder viel geschwiegen und viel entsagt. Also die Tochter, die Enkelin des Generals, die dann also älter wird und eigentlich im Grunde ist klar, die beiden passen gut zusammen und auch da kommen sie natürlich nicht zusammen. Mhm. Und ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, dann hat er sein, ja, er lebt da wie Robinson auf der Insel, dann kommt der Biedermann, Bildermann, der ihn damals gerettet hat und erleben gemeinsam. Und also zum einen ist dieses wie so ein Gegenbuch zum Wald, ja, weil er ja den
auch als Heimkehrer den Wald jetzt nicht vernichtet, sondern eben hegt. Da wird dann neue Schonung und so weiter gepflanzt. Aber dieses Motiv, wir bringen unsere Jahre hin wie Geschwätz, das ist auch schon im Wald damals vorhanden. Also der Typ, der den Wald abbrennt und die Tiere umbringt, der hat auch schon diesen Satz immer auf den Lippen. Und auch da ist es wieder, ich habe das jetzt nochmal gelesen vorgestern, auch da ist es wieder so eine Gratwanderung bei Wichert. Also das grenzt natürlich teilweise schon an Kitsch. Also bestimmte Sachen, bestimmte Konstellationen, auch bestimmte Schilderungen. Also allein der General, das ist eine Karikatur im Grunde, wie der geschildert wird. Da kommen halt relativ wenig echte Menschen vor immer. Ja, auch da wieder. Obwohl er ja dann so ein bisschen Zeitkolorit streift. Ja? Also der Stahlhelm macht dann Übungen, ja, Manöver, ja, und versucht also das Verbot, die Reichswehr größer zu machen als 100.000 Leute und so weiter, dadurch zu unterlaufen, dass es eben einen unausgesetzten Wehrsport gibt. Ja? Und er nimmt irgendwie so beobachtend teil. Also er ist nie Teil des Ganzen oder versucht das Ganze irgendwie in eine andere Richtung zu schieben oder so, sondern er ist immer nur der Beobachter, der sich das anschaut und dem Ganzen dann eben so ein Idealprogramm entgegensetzt. Das sind ja diese beiden Bücher, die er verfasst, als er da auf seiner Insel sitzt. Die Ethik des Seemannslebens auf der einen und der Schlachtengott auf der anderen Seite. So heißen die beiden Bücher, also komische Titel, wo er aber im Grunde die Moral zur See und zu Land niederschreibt und das Ganze natürlich aus der Natur nimmt, ja, und aus dieser Einfachheit, in der er lebt. Ja. Also ich will dieses Buch überhaupt nicht verwerfen. Ja, nö, überhaupt nicht. Das ist ein wichtiges Buch. Das hat wirklich eine unglaubliche Auflage noch im Dritten Reich erlebt. Man sagt, dass es eine Panne war, dass es überhaupt gedruckt werden konnte. Wobei ich solche Dinge immer nicht recht glaube. Also es heißt, es gab ein Gutachten der Reichsschrifttumskammer und auf der anderen Seite eines aus dem Amt Bormann. Ja? Und beide haben sich widersprochen und eigentlich sollte Rosenberg und Rosenberg. Beide haben sich widersprochen und das Buch sollte eigentlich nicht gedruckt werden, aber die Untersagung des zu Drucken kam zu spät. Die Frage ist, warum hat man es dann weiter gedruckt? Ja, auch bei anderen Büchern gab es dann auch kein Papier mehr. Ja, und so. Man hätte es dann bei einer Auflage lassen können. Also ich glaube, dass das im Grunde genau das ist, was Hans-Joachim Schäfer, das haben wir schon oft erwähnt, das Buch Das gespaltene Bewusstsein beschrieben hat, der Germanist, dass er sagte, zum einen waren das einander widerstreitende Herrschaftsbereiche, wo der eine mal was erlaubt, der andere was verboten hat. Und die Frage war, wer setzt sich durch? Wer wischt mit welchem Werk wem eins aus? Hm. Also wer protegiert etwas, was man vielleicht überhaupt nicht protegieren sollte und so weiter? Und zum anderen, inwiefern kann man dieses Werk nicht doch vielleicht zu nutzen, bei den Leuten eine bestimmte Unmut, eine bestimmte widerständige Energie abfließen zu lassen? Wir reden ja jetzt um die Phase der Bombenkriege, der Feldzüge, bei denen dann mehr und mehr Söhne, Väter und so weiter fielen. Und klar war, diese Literatur ist auch eine Möglichkeit, sich abzulenken, mal wegzugehen. Ich denke auch, dass es eher als nützlich erkannt wurde, weil das ist ja auch eine Absage an jegliche Art von Politik. Ja, also das ist ja, der Rückzug ist ja total. Und es kommt ja auch diese Szene, als sein Sohn, der wird ja dann auch Seeoffizier, Marineoffizier, der eben auch im Prinzip so ein bisschen so wie HJ, ne? Also hoppla, hier komme ich, mir gehört die Welt. Und er versucht den ja auch einzubremsen und er erkennt halt, dass es nicht funktioniert. Dann gibt es einen anderen, den von Finkenstein, der im Grunde ein anderer Typ ist, also wo so ein bisschen so eine Hoffnung kommt. Mhm. Aber das ist ja die völlige Entsagung von jeglichem Art von Engagement. Und das ist ja bei Leuten, die damit liebäugeln, vielleicht ist es doch alles nicht so richtig, eigentlich der beste Weg. Ja? Geht man nach innen und es ist ja auch immer so, der Orla hat ja seine Uniform immer dabei. Die zieht er in dem Buch bestimmt 10-mal an, weil irgendwer beerdigt wird oder irgendwas stattfindet und so weiter. Also es ist ja auch nicht so, dass er jetzt, also er bleibt ja dem Dienst irgendwie treu, auch wenn er dem neuen Dienst nicht treu oder nicht angeschlossen hat. Es ist noch vielleicht ein ganz kleiner Nebenaspekt, was die Behandlung von Wichert dann im Dritten Reich
irgendwie so erstaunlich macht, also er war im KZ, ja. Aber meinst du, man hat ihm seine Waffen weggenommen? Also er war leidenschaftlicher Jäger, ja. So. Und er hat ein riesen Waffenarsenal. Ja, unglaublich, da gibt es eine Stelle im Tagebuch, ja. Wo er beschreibt, dass er, nachdem er aus dem KZ raus war, erstmal seinen Waffenbestand ergänzt. Genau. Und was da alles rumliegt, das ist ja so. Und er sagt, ein halber Traum. Also zum einen, er lässt ein bisschen offen, um sich zu verteidigen oder um sich das Leben zu nehmen. Aber auf jeden Fall ist er gewappnet. Und seine Frau hatte auch eine Knarre. Genau. Und ich würde sagen, das finde ich von heute aus gesehen, wo dir die Waffen weggenommen werden, wenn du einen falschen Gedanken hast, schon ziemlich erstaunlich, muss ich sagen. Also nur so, muss man... Absolut. So. Jetzt, Lüchert hat er nicht mehr allzu viel veröffentlicht im Dritten Reich, sondern ganz kleinere Sachen. Nachdrucke. Fätzchen. So, genau. Mhm. Und dann hat er Zeitschriften mitgemacht. Er ist dann nach dem Krieg direkt in die Schweiz gezogen. Und da muss man sagen, es sind noch neben seiner zweiten Autobiografie, Jahre und Zeiten, noch vier Sachen erschienen. Ja, um das jetzt mal zum Ende zu bringen. Also die Jeromin-Kinder. Ja. Totenwald hatten wir ja schon. Ist aber nach dem Krieg. Ja, richtig. Also Totenwald, Jeromin-Kinder, die Märchen, dieses Missa sine nomine und der Exote. Mhm. Das sind so, neben wahrscheinlich noch ein paar Erzählungen, aber das sind die Romane. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende. Ja, Jeromin-Kinder sind wichtig. Die sollte man schon erwähnen. Da habe ich hier einen schönen Doppelband. Mal einen Band davon her. Schön Lesezeichen. So. Ja. Ein schönes Lesezeichen. Mit meiner Tochter geschenkt zu Weihnachten. Sehr schön. Lesen ist Träumen. Ich hoffe nicht. Doch. Okay. Und genau, also Jeromin-Kinder sind eine Familiensaga. Ein tolles Buch. Also wirklich. Das würde ich gut. Also, eines der besten von ihm. Ja, würde ich auch sagen. Und wer Ostpreußen verstehen will, muss das Buch lesen. Das ist wirklich so. Ja, also, ja. Ich glaube, also ich will jetzt nicht. Ja, und das ist auch so entschlackt, finde ich. Also, das ist ja endlich mal so, dass jetzt die Leute Farbe ins Gesicht kriegen. Ja. So richtige Farbe. Ja. Da lebt es. Die Jeromin-Kinder. Der eine ist die große Hoffnung der Familie. Der ist auf der Schule. Der soll später studieren und irgendwas Wichtiges werden. Dann gibt es eine Tochter, die sich richtig abwendet vom Dorf und die mit einem ungeheuren. Eine ungeheure Disziplin und so einem Plan beinahe sich sozusagen hochschnellt in die bessere Gesellschaft, ja. Mhm. Und einen Grafen heiratet am Ende, ja. Genau. Dann fällt natürlich einer. Der nächste ist ein Krüppel, dann gibt es einen, der ist ein Krimineller und dann gibt es einen, der ist grundauf böse. Ja. Und, aber es ist eben so, dass die Figuren endlich, die sind echter, ja. Also echter als so viele andere Figuren, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben. Also Jeromin-Kinder würde ich auch sagen, unbedingt empfehlenswert, war ein großer Erfolg. Also die Lesergemeinde wich ja zwar natürlich nach dem Krieg nicht schlagartig weg, sondern... Im Gegenteil, die große Zeit, also bis in die Mitte, Ende 50er Jahre, ist Wichert immer noch gelesen worden. Also Jeromin-Kinder sind ja auch vor dem Krieg geschrieben worden. Es endet ja im Grunde, glaube ich, mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Genau, so. Genau. Es spielt genau zwischen den beiden Weltkriegen, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und also es ist auch was die Erinnerung an Ostpreußen betrifft, diese Schilderung der Dörfer, der Familienverhältnisse, der Herrschaftsverhältnisse. Das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Ja. Also da gibt es nichts. Die Märchen, hast du gesagt? Ja, ich habe mir also nochmal zwei, drei angehört. Ja. Gibt es vorgelesen. Oh. Ganz witzig, von so einem Rocker. Muss man mal bei YouTube gucken. Ja, ja. Er sitzt da mit seinem Rockerhemd und liest die vor und das macht er ganz gut. Mhm. Und die sind stark. Also die kannte ich nicht. Mhm. Und die würde ich jetzt jüngeren Kindern unbedingt vorlesen. Schön. Ja? Also das kann er. Märchen erzählen kann er. Und das sind schöne Szenen über den Wassermann. Und, also er kann sowieso, also Erzählungen, so. Das kann er schon. Also er weiß, wie ein Spannungsbogen geht. Er kann auch zuspitzen. Mhm. Ja, das beherrscht er. Also da gibt es nichts. So, dann haben wir noch Missa sine nomine. Genau, da was ungefähr so namenloses Leid hat, wenn man es übersetzt. Ja. Das ist, ich habe das auch jetzt vor kurzem gelesen, kannte ich früher nicht. Ich auch nicht, ich habe es auch erst vor kurzem gelesen. Also müssen wir noch sagen, unsere Grüße an unseren Freund Wulf, der uns einige Bücher hier zur Verfügung gestellt hat. Wulf, sei gegrüßt. Aber Wulf war sehr begeistert von Missa sine nomine, ich nicht. Da geht es um drei Brüder, die aus adliger Familie aus dem Osten, natürlich vertrieben zwei, einer war im KZ, die sich irgendwo in Bayern sammeln, in irgendeinem Schloss, was ihnen mal gehört hat. Da sitzen jetzt die Amerikaner. Und jeder geht dann so seinen Weg. Der eine wird Bauer, der andere wird Mönch, also quasi Mönch. Und was weiß ich gar nicht, was der andere noch macht. Also da geht es halt, wie kann man das zusammenfassen? Ja,
viel so um Schuld und Sühne. Ja, genau. Also die Frage, natürlich haben wir auch Versaliten, aber haben wir es nicht verdient. Ja? Ja. Und es ist ja so, dass Wiechert ja auch unmittelbar nach dem Krieg wieder eine Rede an die Jugend hielt. Ja. Also diesmal 46. an die studentische Jugend in München. Und da haut er schon richtig rein. Also er sagt, dass es im Grunde keinen ehrenhaften Soldaten geben kann, sondern ehrenhaft sind nur diejenigen, die hinter Stacheldraht gelitten haben und so weiter. Also es ist also schon... Das mag damals seine Berechtigung gehabt haben. Ja, mal jetzt, muss klar. man sagen. Aber ich will das heute nicht mehr lesen. Nur seltsam, dass es auch ein Mann in seinem Alter, dieses Reifegrads und so weiter, so wegkassiert, also nach der Niederlage, ja, dass er also so auftischt. Ja, er hat ja dann ein paar andere Dinge geschrieben nach dem Krieg, die deutlich weniger also, in diese Kerbe hieben. Ja, ja. Da muss man sagen, das ist schon ein bisschen differenzierter noch ja. hier. Da ist ja vor allen Dingen diese eine Figur, der dann in so einer Hütte lebt und im Grunde so eine Art, wie so ein alter Weiser vom Berge, mhm. wo die Leute mit ihren Kummer und so weiter hinkommen und der immer alles weiß. Mhm. Das ist ja auch so eine Entsagungsgeschichte. Also der entsagt völlig letztlich den irdischen Gütern und lebt dort mit einem alten Diener, der da ihm irgendwie noch zur Hand geht. Problem oder Vorteil bei Wiechert immer, er kann halt erzählen. Also das kann er. Und ja. das ist ja auch so. Schildert schon auch, wie das ist, die Leute dann versprengt werden bei der Ostvertreibung, fliehend vor der Roten Armee und wie es dann den ganzen Flüchtlingsdreck eben Stimmt. erwischt und wie der niedergewalzt wird und so weiter. Sehr gut, dass du es erwähnst. Das ist wirklich das hatte ich jetzt ganz vergessen übrigens. Das ist eine starke, am Anfang ja, eine sehr eindrückliche. Ja. Wo man denkt, hier hat er nochmal dem Vertriebenen ein Denkmal gesetzt. Das hat er schon getan. Ganz stimmt. Auf jeden Fall. Also ich nehme fast alles zurück, auch wenn mir das Ganze ein bisschen auf die Nerven geht. Aber es ist so. Also die Glanzzeit, Jeromin Kinder, einfache Leben ja. und so weiter, ist dann hier vorbei. Ja. Wo ich die Jeromin Kinder dem einfachen Leben jetzt in der Qualität vorziehe. Ja? Ja. Das fällt jetzt bei Missa sine nomine wieder ab. Ja? Genau, und dann der Erinnerungsband, den haben wir ja erwähnt. Ne? Genau, der ist sehr lesenswert, muss man sagen. Also ja, wer was über die Zeit wissen ja. will, der muss es lesen. Mhm. Und das Letzte ist so eine Art, das passt gar nicht zu Wichert, der Exote. Der Exote, das ist erst nach seinem Tod erschienen. Das ist im Grunde so eine Art Feuerzangenbullen-Geschichte. Also mehr so ein Jux. Also da kommt einer, der nach Amerika ausgewandert ist als junger Mann, kommt dann irgendwann zurück und treibt mit der Jugend der Stadt seine Späße, indem er also die Honoratoren der Stadt irgendwie in Angst und Schrecken versetzt. Und Ziel dieses Exoten ist im Grunde seine alte Liebe, die natürlich neu geheiratet hat mit dem Sägewerksbesitzer, der natürlich ein Betrüger ist, die ihm auszuspannen und die mit nach Kanada zu nehmen, was ihm irgendwie auch gelingt. Also ist völlig untypisch für Wichert, weil es halt mal nicht so die ganze Zeit, also klar, die Frau leidet auch in ihrer Ehe und er leidet darunter, dass er die Frau nicht hat und so, aber es ist, hat trotzdem was Humoriges mal. Jetzt haben wir uns ganz schön durchgaloppiert hier zum Schluss. Ja, muss man ja auch. Also bei dem Werk. Ich glaube, deswegen sind jetzt zwei Dinge notwendig. Also erstens, dass wir nochmal eine Art, wir haben jetzt hier auch Fragen reingereicht bekommen von unseren Zuhörern, sind ja zum Glück ein paar da. Dass wir jetzt also eine Art Einstiegslektüre empfehlen und überhaupt sowas wie eine. Wir müssen einen Kanon. Was muss man von Wichert gelesen haben? Kanon aufstellen. Das ist auch, also die Frage von unserem Freund Thomas Feigl, der eben einfach möchte, dass wir das jetzt mal ordnen. Genau. Ja, und das tun wir jetzt. Also was muss man, also ordnen im Sinne von, was muss man lesen? Ja, also ich schlage schon vor, den Toten Wolf zu lesen. Mhm. Ja? Zumindest mal zu verstehen, wie man als Wichert sein konnte okay. in Mitte der 20er. Gut, ja. Toten Wolf. So, wenn man jetzt sagt, germanistisch ran, das gehört dazu, dass man das mal sich angeschaut hat. Als nächstes nehmen wir uns ja, also was Wälder und ja, genau, die Erinnerungsband. Die Wälder und Menschen ja. ist wichtig. Ja, ist jetzt irgendwo vergraben ja, hier. Egal, also sei ihr nicht so, was ich meine. Ja, genau. Wälder und Menschen, da ist er. Genau. Die Wälder und Menschen nehmen wir. Den Toten Wolf nehmen wir. Ja. ja. So, als nächstes nehmen wir fast schon. Naja, da ist jetzt die Frage: die Markt, warte mal, die kleine Passion, jedermann. Muss nicht sein. Nee, ne? muss nicht sein. Nee. Mhm. Die Mark des Jürgen Doskutz hier muss auch nicht sein. Die Hirtennovelle. Die Hirtennovelle ist richtig, genau. Muss sein. Die, ja. die muss sein. Mhm. So. Also Totenwolf, Wälder und Menschen, Hirtennovelle. Die
Das einfache Leben. Genau, dann die Jerumin-Kinder. Die Jerumin-Kinder, den Toten Wald. Ja. Den schon. Jahre und Zeiten, den zweiten Band der Autobiografie. Genau. Mhm. Das, naja, das und dann soll es das eigentlich gewesen sein. Mhm. Das ist, wie gesagt, die Märchen könnte man ja und so weiter. Aber das sollte es eigentlich dann gewesen sein. Wäre dann ein bisschen, mhm, also ja, also natürlich, wir haben jetzt ein bisschen wenig vor 33, ja. Also die kleine Passion ist, oder Jedermann ist halt, Jedermann ist das Gegenbuch zum Totenwolf, wie eben auch der Wald letztlich das Gegenbuch zum, zum einfachen Leben ist. Aber das ist dann vielleicht schon ein bisschen komplizierter. Ja, nee, lass uns also mal bei diesen. Wir haben ja noch mehr Schriftsteller. Also genau, wenn man von Wiechert das liest, ja, ja, und wenn man es noch enger fasst, da hast du recht, lass mal den Totenwolf weg, mhm, nehmen die Hirtennovelle, nehmen das autobiografische, nehmen das einfache Leben und die Jerumin-Kinder. Genau. Ja, und dann sind wir durch. Und dann ist natürlich einfach der Totenwald ein Dokument. Genau. Das kann man dann auch lesen. Ja. Genau. Ja, vielleicht eine Sache noch für alle, die sich jetzt interessieren. Was kann man denn über Wiechert lesen? Und das ist echt ein Problem. Es gibt keine vernünftige Wiechert-Biografie. Es gibt dieses Buch, was ich schon in der Hand hatte, das hier. Das ist hier Jenseits der Wälder. Das ist so eine Art, ja, Biografie kann man nicht sagen, aber es versucht alle Lebensaspekte Wicherts mit zu, einzufangen. Es ist allerdings aus einem feindlichen, aus einer feindlichen Gesinnung heraus geschrieben und versucht die ganze Zeit zu beweisen, dass Wichert eigentlich ein fieser Nationalist war, der niemals abgeschworen hat. Ja, also natürlich war Wichert ein nationaler Mann und das war auch nicht schlimm, aber der findet es halt schlimm. Ja, das ist, also was fällt dir ein zu Sekundärliteratur, zu Wichert? Auch nur Sätze, schwierig, ne? Also was, ja, was sicher fair ist, das ist, das sind die Seiten, die unser Autor Günther Schold in einem irrsinnigen Werk, also das muss, ist eine so fleißige philologische Arbeit, die er da hingelegt hat, Autoren über Hitler, und da kommt natürlich Wiechert auch vor, und dieser Aspekt der inneren Emigration oder dieses Schreibens zwischen den Zeilen. Das ist selten, das, ja, Buch, glaube ich, muss man ganz aufpassen. Selten, sehr teuer mittlerweile. Das ist auch, muss ich, kann ich empfehlen, ist zwar auch aus feindlicher Gesinnung herausgeschrieben, aber behandelt im Grunde alle wichtigen Werke der inneren Emigration, und zwar mit einem Textauszug und einer Interpretation und vor allen Dingen eine Kontextualisierung, in dem ganz viele Dokumente dazu, mhm, beigebracht werden. Und da findet sich auch der weiße Büffel drin, mhm, mit Zeugnissen, wie wurde das rezipiert, wie und so weiter und so fort. Also muss ich sagen, ist schon eine gute Arbeit. Ja, wir haben ja noch ein paar Fragen. Bitte. Das wäre jetzt der Abschluss auch unserer Sendung. Ja, leider. Ja, also welches Buch wäre als Einstieg zu empfehlen? Da sage ich jetzt die Hirtennovelle oder die Jerumin-Kinder. Ja, je nachdem, was man mag, Erzählung, mhm, oder ja. Die beiden. Ja. Und alles andere ist dann, kommt dann dazu. Schließ das einfache Leben an. Muss man halt irgendwie, weil das wirklich eine, ja, Chiffre geworden ist. Ja? Genau. Aber ich würde mal sagen, die Hirtennovelle, mhm, ist knapp. Jerumin Kinder ist ein richtiges Brett. Ja. Aber das ist wirklich, wirklich ein tolles Ding. Ja. So, dann haben wir die Rangordnung Bücherhauptlesekanungen haben wir schon aufgestellt. Hat sich Ernst Wiechert je zum Verlust der Heimat geäußert? Also dadurch, dass er ja selbstständig weggezogen ist von dieser, aus dieser Heimat, er ist ja von Königsberg nach Berlin und dann, mhm, nach Bayern, hat, mhm, ja also bewusst Bayern als seine neue Heimat gesucht und so weiter, ist es jetzt nicht so, dass er vertrieben worden wäre, also dass er es erlebt hätte. Ja, ja, aber hat, also du hast ja das in einem Misser-Buch erwähnt, mhm, das ist so, und es gibt von 1938 dieses Buch In der Heimat, und das hat ja noch einen gewissen... Also dort ist ein Essay von ihm über seine Heimat, da lebt er ja schon nicht mehr da, und es sind Bilder aus der Heimat, mhm, 1938. Und dort schildert er im Grunde auch den Abschied von der Heimat, der eben bei ihm vorher erfolgt ist. Und auch bei seinem Vater ist er nicht so ganz klar, ob der sich nicht doch am Ende das Leben genommen hat. Der lebt, mhm, ja lange als so, wie so in Pflege. Und er fährt eben dahin, um, glaube ich, um seinen Vater zu begraben oder so. Also, und das ist im Grunde der Abschied von Wiechert. Aber man kann eben sagen, dass diese Jerumin-Kinder...
also das Erinnerung an Ostpreußen schon, schon wachhalten. Mhm. Ja. Also dezidiert zur Vertreibung und zum Verlust Ostpreußens und so weiter ist in Jahre und Zeiten sind ein paar Zeilen drin, ja, aber ist nicht viel. Nee. Und er ist ja, wie gesagt, dann auch 1950 schon verstorben, ja. Und zuvor, also 3 Jahre vorher, schon ohne seine Frau übrigens in die Schweiz verzogen, um sich ganz zurückzuziehen, und hat ja dann dort den Exoten noch geschrieben. Ja. Genau. So. Nee, der ist schon 1930 geschrieben worden. Also gut, veröffentlicht, ja, weißt du besser. So, dann fand Ernst Wichert Aufnahme in Schulbücher. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Erzählungen von ihm in Schulbüchern, und das alles endet aber wie bei so vielen anderen Schriftstellern, die auch Aufnahme in Schulbücher fanden, eben mit den 60er Jahren. Mhm. Also ich denke, dass man heute von ihm nichts mehr findet, obwohl gerade so Jugendreden, die Reden an die Jugend natürlich eine sehr ergiebige Quelle wären, ja, um mal zu sehen, was einer so 1935 noch von sich geben konnte und es dann das eben 3 Jahre später viel bezahlt zu kompliziert. Hat. Das ist so, der Geschichts- und auch der Literaturunterricht ist ja viel flacher. Also welche Kenntnis ist notwendig, um diese Dinge einordnen zu können? Das ist ja Wahnsinn. Ja, wie lehrer ich wäre, ist. Na, ich sag ja, sie das war ja auch mal möglich. Das war mal möglich, genau. Ja. Also, das ist heute passé. Ja. Und es war aber eben bis in die 60er Jahre hinein, oder sagen wir mal Anfang 60er möglich. Ja. So, jetzt kommt noch eine sehr wichtige Frage. Welches Verhältnis hatte Ernst Wichert zu vergleichbaren, ambivalenten Figuren wie Jünger, Ben und zu Exilanten wie Thomas Mann und so weiter? Ja. Sehr komplexe Frage. Ich würde aber sagen, dass er in dieser Liga, auch in diesen Gruppen, die sich da in Berlin gesammelt haben, überhaupt in diesem Literatentum eigentlich überhaupt nicht rumgetrieben hat. Ja. Also es war ein Einzelgänger. Er war ein absoluter Einzelgänger. Mhm. Es ist auch, es gab dann von dem Autor hier, der dieses Jenseits der Wälder, dieses über Michael geschrieben hat, Versuche noch rauszukriegen, zu welchen Dichtern er eigentlich Kontakt hatte. Und es war sehr wenig. Also auch selbst zu Carossa und so, die man ja jetzt, also Hans Carossa, die man ja auch zu so einem, letztlich in diese Liga einordnen würde, gab es kaum Kontakte, also zu diesen Leuten. Und also er war scheu. Es ist lustig, dass beim einfachen Leben heißt der Hauslehrer, der dann Pfarrer wird, heißt der Bergengrün. Aber das will nichts heißen. Also Bergen, ich weiß nicht, ob Wichert bekannt war, dass Bergengrün schlecht über ihn geredet hat. Ja. Also Bergengrün hat ihn ja früher absolut einen Kitsch-Autor gehalten. Genau. Mhm. Und also insofern auch da eine Vereinzelung. Also er war eher mit seinem Publikum irgendwie in Verbindung. Also er hat sehr viel Post bekommen von den Fans, also von seinen Lesern. Und es ist auch so die Frage, die sich natürlich da anstellt, in welcher Liga spielt eigentlich Wichert? Wenn man jetzt mal überlegt, also gehört er nicht zur ersten Garde, das muss man schon sagen, sondern ist eher also so die zweite. Mit so ein paar Wirken stupft er in die Bundesliga, aber ansonsten ist es eher... Genau, also bei Jeromin Kinder würde man, vielleicht würde man das in einen einsamen Kanon aufnehmen können, aber alles andere ist dann schon schwierig, wenn man die Umstände nicht kennt. Also es gibt ja sogar böse Stimmen, die mit der Hedwig Kurz Mahler... Boah, das war wirklich gemein. Das ist richtig gemein. Ja. Die kommt ja übrigens hier ein paar Meter weg aus Nebra. Nein. Ja? Doch. Ach. Und und die ist natürlich jetzt, ich würde mal sagen, er liegt deutlich dazwischen. Mit Orientierung nach oben. Ja, ja, genau. Also in den besten Spitzen, ja. Ja. So, genau. Und dann haben wir jetzt die allerletzte Frage, die ist vielleicht wegen der Rezeption noch ganz wichtig. Was haben die Mitglieder der Gruppe 47 gegen Wichert in Stellung gebracht? Und das ist jetzt der Punkt. Also Wichert ist ja wie so viele andere Schriftsteller, die in den 40er, 50ern, frühen 60ern noch realisieren konnten, abgeräumt worden. Und das Ganze jetzt ohne große Schmerzen, er war ja sowieso schon tot, aber andere, er hat es ja auch erwischt, die plötzlich innerhalb von ein paar Jahren überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben. Ja, so. Und was sie an ihm eben auszusetzen haben, war natürlich erstens das nicht engagierte, also er war kein politischer Schriftsteller. Ja. Ja. Das zweite, eben ein Ton, der sich überholt hatte, aus ihrer Sicht. Das dritte, eben dieses nicht mehr anknüpfen können mit Moderne und später dann Postmoderne an ihn. Er hat diese Entwicklung ja wie gar nicht mitgemacht. Also er hatte die Moderne überhaupt nicht mitgemacht als Schriftsteller. Und dann sind das natürlich auch handfeste Vertreibungskämpfe, die ausgefochten wurden, wobei das, glaube ich, gegen ihn nicht die Rolle gespielt hat. Er hat sich per se mit einer bestimmten Generation, die ihn noch las und verstanden hat, einfach überlebt gehabt.
Genau, also das wäre ein Schlusswort. Allerdings spielt diese Engagementfrage, glaube ich, auch eine große Rolle. Man hat ihm ja im Gegenteil sein Nicht-Engagement im Grunde als ein Mitmachen, sozusagen im völkischen Mainstream ausgelegt. Aber ich glaube gar nicht, dass die Gruppe 47 irgendwie aktiv gegen Wichert oder so vorgegangen wäre. Es gibt ganz, ganz böse Aussagen gegen ihn. Ach so, von Kubi, ne? Gibt es so diese. Ja, also ja, von ja, Erich von, Kubi ja, gibt es eine stimmt, ganz miese ja. Sache. Dann ist es ja so, dass, glaube ich, auch die Erika Mann relativ dicht nach dem Krieg sich schon schäbig über ihn äußerte. Also die sprach nach dem Krieg darüber, dass er sich eben nicht so besonders tapfer verhalten hätte, sondern dass er seine Aufarbeitung der KZ-Haft und so weiter, dass das alles irgendwie so einen weinerlichen Ton hätte. Ja? Mhm. Und da hat er eine recht gute Antwort drauf geschrieben. Jetzt habe ich dummerweise diese Karteikarte hier an die falsche Stelle geschoben. Das reiche ich mal im Blog nach. Ja? Ja. Das kann man mal abschreiben und nochmal dazu packen. Mhm. Das mache ich. Ich will jetzt aber zum Abschluss im Grunde dann, weil man ihm ja immer vorwarf, ja, vielleicht war das gar kein so verdecktes Schreiben, vielleicht war er doch nicht innere Emigration und vielleicht war er ja am Ende doch so ein halber Blut- und Bodenschriftsteller. Nochmal von Günter Scholten ein Zitat vorlesen, der eben über die Handlungsspielräume von 1939, also das einfache Leben und so weiter, schrieb, man müsse doch in Rechnung stellen, dass, jetzt kommt das Zitat, der Rückzug aus der Öffentlichkeit eine gewichtige politische Handlung darstellte, eine Reaktion nämlich auf die totale Politisierung des Lebens im Dritten Reich, ein Signal der Renitenz gegenüber der völligen Vereinnahmung des Autors. Mhm. Ja, er hat sich also nicht vereinnahmen lassen, das kann man mal sicher sagen, dass er das nicht getan hat. Ja. Ja, das schließt nicht aus, dass er in mancher Beurteilung vielleicht sogar ganz so auf der Höhe der Zeit war, mit Rezensionen, da gibt es eine ganz miese Rezension über Falada und so weiter und so fort, aber er hat sich ganz sicher nicht vereinnahmen lassen, hat die ein oder andere tapfere Tat getan, die ihm dann auch diese Erziehungshaft da eingebracht hat, so und deswegen, das bleibt bestehen, will ich mal sagen. Und daran kann man sich also durchaus ein Beispiel nehmen. Mhm. Und die Literatur, die er uns hinterlassen hat, die weist ja im Grunde darauf hin. Mhm. Also diese Dinge. Ich denke, damit sind wir jetzt am Ende unserer heutigen Sendung. Haben wir wieder lange gemacht, glaube ich. Ernst Wichert besprochen, wie lange haben wir gebraucht? Eine Dreiviertelstunde. Gut, dann wollen wir es damit gut sein lassen. Ja. Ich denke, wir haben das halbwegs abgedeckt. Mhm. Mir hat es viel Freude gemacht. Ja, auch die Lektüre vorher, weil es alles lange her war bei mir. Und ich freue mich schon auf die nächste Sendung, die wir ungefähr in 4 Wochen abhalten. Ungefähr in 4 Wochen. Wir kündigen aber jetzt noch nicht an. Nein, wir sind uns noch nicht einig. Genau, zwei. Kommen in die enge Auswahl. Zwei Eisen im Feuer. Ja, genau. Ja, genau. Aber das ist noch Regalmeter. Ich könnte gleich mal sagen, es wird dann deutlich was anderes als Ernst Wichert sein. Genau, es wird härter. Es wird härter. Es wird härter. Genau. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Tschüss.